Ja, herzlich willkommen. Er sagt das schon provokativ. Ja, es ist ein bisschen provokativ, aber da steckt ganz viel Wahrheit hinter. Warum werden die Reichen immer reicher, kaufen keinen Index, aber kaufen nicht leer? Wenn ich frage, warum werden die Reichen immer reicher, hat jemand eine Antwort drauf? Kann sich jemand vorstellen, warum die Reichen immer reicher werden? Oder hört er das zum ersten Mal? Das geht in eine ganz andere Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass sie sparsam wirtschaften und gut verdienen. Dann werden sie doppelt reich. Ja, das ist schon mal eine Antwort. Ja, eine Variable wäre noch Zins- und Zinseszinseffekt. Ja, das ist eine super Antwort. Wenn ich jetzt von den Reichen rede, dann rede ich nicht von einem Millionär, der 10 Millionen hat, der 50 oder 100 Millionen hat oder der eine Milliarde hat. Ich rede von den Leuten nach 100 Milliarden. Das sind die wirklich Reichen dieser Welt. Wie viel gibt es davon auf der Welt? Eine Vorstellung ungefähr? Einer. Einer? Da hast du Meldung jetzt vor ein paar Tagen. Erst hat 100 Milliarden. Ja, gibt es. Aber das ist sein privates Vermögen. Was sie annehmen, dass es 100 Jeff Bezos ist. Ne? Dass er 100 Milliarden privat hat. Man weiß es immer nur von den Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Die Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, sind wesentlich reicher und haben viel, viel mehr Geld. Nur mal als Beispiel, wir hören jeden Tag immer die großen DAX-Unternehmen, wie groß die alle so sind. Ne? Die meisten glauben, die DAX-Unternehmen, das sind die größten Unternehmen in Deutschland. Wer glaubt das wirklich? Es ist ein Irrtum. Es gibt so viele Familienunternehmen, die sind größer als der größte DAX wert. Ja? Also lass das doch nicht ins Boxhorn jagen. Es gibt also Menschen, viele, viele, viele Menschen, die mehr als 100 Milliarden haben. Ja, zum Beispiel die Paulsen-Brüder aus den USA. Ja? Und da gibt es ganz viele Familienunternehmen in den USA, in China, in den arabischen Ländern, für diesen 100 Milliarden Peanuts. Ja? Also es geht um die herum, die wirklich viel Geld haben. Was machen die, damit dieses Geld immer weiter wächst? Wo kann man das Geld so wachsen lassen? Zum Beispiel eine Steigerungsrate von 30% pro Jahr oder 40% pro Jahr. Das geht nur am Kapitalmarkt. Was kann man am Kapitalmarkt kaufen? Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Ja? Derivate. Derivate gehören in den Bereich Mittel und Aktien, ja, richtig. Es gibt auch Rohstoffe, auch Derivate. Gibt es auch, ja. Ja. Währungen. Ja. Ja. Kann man mit Anleihen großes Kapital aufbauen? Ja. Ja? Nicht neu. Mit Junkbonds? Ja, macht das ein Vermögender? Ja. Nein, macht kein Vermögender. Es gibt ein paar Spezialisten, die damit. Nein. Es gibt auf der Welt keinen Vermögender, der das behauptet und gezeigt hat, dass er nachhaltig ein Leben lang damit Geld aufbauen kann. Das ist ein Irrtum. Es gibt Leute, die das mal vielleicht einmal gemacht haben, auch in der Devise Geld groß verdient haben, aber die es nicht kontinuierlich machen. Die richtigen Großvermögenden, das sind alles Unternehmer, die sich was aufgebaut haben. Die wenigsten davon haben es geerbt. Die meisten haben was Großes aufgebaut und die denken unternehmerisch. Und nur weil sie unternehmerisch denken, sind sie auch in der Lage, langfristig Kapital aufzubauen. Und ihr eigenes Kapital langfristig an anderen Unternehmen zu binden. Das ist der Unterschied. Der grundsätzliche Unterschied, wenn man großes Kapital aufbaut. Alle großen Unternehmer dieser Welt oder Verwalter dieser Welt, zum Beispiel die großen Pensionsfonds dieser Welt verwalten. Es gibt über ein Dutzend Pensionsfonds auf dieser Welt, die haben über eine Million Anlagevermögen. Die sind alle in Aktien investiert. Und die beteiligen sich langfristig an Unternehmen. Das heißt, die Portfolios sind mit Aktien und Hebelinstrumenten wie Optionen vollgepackt. Die analysieren vorher ganz genau diese Unternehmen. Und die haben den gleichen Ansatz, den sie auch haben. Sie denken langfristig und folgen einer Idee, einem Konzept. Ja? Das ist die Geschichte, warum werden die Reichen immer reicher? Da gehe ich gleich mal detailliert weiter rein. Das zweite ist, warum kaufen sie keinen Index und warum verkaufen sie nicht leer? Schauen wir uns auch mal gleich genauer an. Die Reichen werden also immer reicher, weil sie hauptsächlich ihr gesamtes Kapital oder Großteil ihres Kapitals in Aktien und Optionen investieren. Ich sage mal jetzt nicht Optionsscheine, weil Optionsscheine sind was speziell Deutsches. Auf der Restwelt, in Amerika, in Asien, gibt es nur Optionen. Warum gibt es in Deutschland nur Optionsscheine? Weil vor unendlich langer Zeit die deutsche Regierung gesagt hat, wir können es nicht zulassen, dass der normale deutsche Anleger Optionen kauft.
Man hat dann nämlich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Man kann sein Hab und Gut verlieren. Mit einem Optionsschein nicht. Den kaufst du, der kann verfallen, Feierabend. Hast du eine Option, sieht das etwas anders aus. In Amerika ist es umgekehrt. In Amerika darfst du nur Optionen kaufen. Vom Staatswegen ist es verboten, Optionsscheine zu kaufen, weil der Amerikaner sagt, der Optionsschein ist ein Betrugsinstrument. Trotzdem, wenn man das weiß, wie der funktioniert, kann man viel Geld mit verdienen, was sie seit Jahrzehnten zeigen. Aber ansonsten, ja, die Amerikaner haben nicht Unrecht. Ein Optionsschein ist kein sauberes Instrument, da ist ein bisschen Betrug drin. Wer weiß warum? Kennt jemand so ein mathematisches Modell eines Optionsscheins? Da ist die implizite Volatilität drin. Wer legt die fest? Das ist die Schwankungsbreite. Ne? Wer legt die fest? Ein Händler. Nach Bauchgefühl. Und das ist nicht richtig. Ne? Deswegen sagt der Amerikaner, das ist nicht markttransparent, das ist nicht fair, ist nicht überprüfbar, ist nicht vergleichbar. Deswegen darf ein Amerikaner keinen Optionsschein kaufen. Nur mal als Hintergrund. Ja? Gut. Fast alle reichen Menschen, auch in Warren Buffett, kauft Optionen. Sind Optionen gefährlich? Für jemanden, der keine Ahnung hat? Definitiv. Für jemanden, der weiß, wie man Optionen anwendet, ist das eine Goldgrube. Der macht das ein Leben lang. Ich zeige sowas in meinen Börsendiensten seit 12 Jahren, wie man kontinuierlich Jahr für Jahr in einem und selben Wert immer wieder Optionsscheinketten kauft und alles mit Gewinn immer wieder verkauft. Also Optionsscheine und Optionen sind an sich nicht gefährlich, wenn man weiß, wie man damit umgeht und wenn man eine Strategie hat. Hat man keinen Plan, macht man was spontan, emotional, kann man furchtbar auf die Fresse fliegen. In Deutschland ist das so, im Schnitt geht der Deutsche mit einem zu großen Hebel an Optionsscheinen. Zwischen 10 und 30. Das ist aberwitzig. Jeder Emittent, der das sieht, die sehen das natürlich ständig, immer wissen immer, es gibt nur Verlierer. Weil es gibt in Deutschland so gut wie keine Menschen, die durch Optionsscheine und sowas langfristig reich geworden sind und davon leben können. Außer die Leute, die seit 12 Jahren in meinen Diensten sind. Kann einer von Ihnen davon leben? Es liegt daran, dass die Leute einen zu großen Hebel nehmen. Hebel wirkt immer in beide Richtungen. Hat man einen Hebel zwischen 3 und 5, ist das Risiko wesentlich geringer, als wenn ich einen Hebel zwischen 10 und 15 habe. Ja? Und sie denken nicht langfristig. Sie machen es einmalig, machen mal einen guten Trade, verdienen das Geld, aber dann muss es ja wieder anlegen. Die nächsten 2 Trades sind wieder total daneben. Die Emittenten in Deutschland freuen sich über ungefähr 800.000 Optionsschein-Trader, die es in Deutschland gibt, die regelmäßig oder spontan traden und die Börse finanzieren. Aber es gibt eine Handvoll, die davon leben, die investieren aber jeden Tag 8 bis 10 Stunden. Und wer will schon jeden Tag 8 bis 10 Stunden vorm Rechner sitzen und sein ganzes andere soziale Umfeld vernachlässigen? Ja? Ein Investor, ein Großvermögender, macht das gar nicht. Der kauft seine Aktien, lässt die jahrelang liegen, überprüft einmal im Jahr, stimmen die Fundamentals, bleibt das liegen und kauft zu. Genauso macht das mit der Option. Wenn ich davon überzeugt bin, heute in ein Unternehmen einzusteigen, ich sage mal XY-Unternehmen, der Wert ist gerade 100 US-Dollar und ich sage, ich will jetzt da einsteigen, weil das Unternehmen ist kerngesund und ich erwarte in den nächsten Jahren, dass der Aktienkurs weiter steigen wird. Dann kann ich auch sagen, ich kaufe heute eine Option darauf mit der Basis 100 US-Dollar und eine Laufzeit von 2 Jahren mit einem Hebel von 4 oder 5. Steigt die Aktie, wie erwartet, in den nächsten 2 Jahren, meinetwegen 20-30%, ja, oder auch nur 15%, wird die Option mit dem Hebel, mit dem wahren Hebel, zwischen 3 und 4 oder 5, wie ich ihn gerade gewählt habe, mitsteigen und zwischenzeitlich jede Schwankung mitnehmen. Sind meinetwegen 2 Jahre vorbei, die Aktie ist um 30% gestiegen, die Option ist um 120% gestiegen. Die Aktie behalte ich, die Option verkaufe ich, dann sehe ich, ich will weiterhin in der Aktie bleiben, weil der Trend ist intakt, ich will weiter dort investieren, dann kaufe ich die nächste Option. Das machen erfolgreiche Investoren. Und das machen sie nicht einmalig, das machen sie jahrzehntelang. Für die ist das schon langweilig, in Anführungsstrichen.
Ja, weil das regelmäßig wiederkehrende Ereignisse sind, die sie machen. Da unterscheiden sie sich aber auch von den normalen Anlegern. Der normale Anleger, der braucht immer diesen, in Deutschland ist das so, in Amerika teilweise auch so, in Asien momentan ist das ganz weit verbreitet, so diesen Kick, dieses schnelle Erlebnis, diesen schnellen Erfolg, ja, dieses Spielen, diese Belohnung, das Gehirn funktioniert ja auch so, ich möchte eine schnelle Belohnung haben. Ja, ein Unternehmer, der langfristig denkt, der folgt einer Idee und braucht diese schnelle Belohnung nicht. Der weiß, was er hinten herauskriegt, und zwar dauerhaft, und belohnt damit sein Leben. Das ist der Unterschied. So wird Vermögen aufgebaut. Deswegen, alle großen Investoren, alle großen Unternehmer haben das größten Teil ihres Portfolios ist in Aktien und Optionen angelegt. Warum sollen sie in Anleihen? Okay, bevor die Finanzkrise gab, waren sie natürlich auch in Anleihen drin. Das haben sie nach seit der Finanzkrise massiv reduziert, weil da verdienst du ja nichts mehr. Sie sind natürlich auch in Rohstoffen drin. Sie haben Immobilien, haben Grundbesitz. Aber das ist ein Bruchteil gegenüber dem, was sie am Aktienoptionsanteil haben. Sie sind nicht in Devisen. Weil Devise kannst du nicht langfristig begleiten. Ja? Und wenn sie in Edelmetallen, so wie Gold oder Diamanten drin sind, meistens haben sie es eingekauft für ihre Frauen. Weil auch dort gehen sie nicht spekulieren. Ja, denn alles, was damit zu tun hat, ob das Minen sind oder sonst was, das sind meistens alles Bereiche im Pennystock. Und wenn die mit ihrem großen Geld kommen, würden sie das alles bewegen. Also gehen sie nur in große, gigantische Unternehmen, die ich nachher mal zeigen werde, wo das Geld geparkt wird. Und wo man das arbeiten lässt. Und da machen die es dann richtig. Ja? Also, alle großen Investoren sind grundsätzlich in Aktien und Optionen investiert. In Europa der größte Pensionsfonds ist der norwegische Pensionsfonds. Da können Sie ins Internet gehen und können sich angucken, in was die investiert sind. Die sind zu 80% nur in Aktien investiert und in Optionen dazu. Und da sind viele Unternehmen, die Sie alle kennen. Und das ist ein Pensionsfonds. Ja? Da gibt es Regularien, wie der abzufahren hat. Die haben keine Angst vor Aktien, weil die betrachten die Aktie nicht so als, oh, was ist das, eine Aktie, da kann ich Geld mit spekulieren. Nein, die Aktie, das ist ein Unternehmen, da arbeiten 140.000 Arbeiter, da Leuten 70.000, die haben Umsatz von so und so viel Milliarden etc. Da wird unternehmerisch gedacht und da wird das Geld investiert. Die haben nicht diese Angst, die allgemein in diesem Land so vertreten ist, diese German Angst. Ja, oh, ich will kein Geld verlieren und Schwankungen kann ich nicht vertragen. Der Deutsche definiert Risiko völlig falsch. Ein Unternehmer nimmt das Risiko wahr, er will es wissen, aber sucht die Chance. Der normale Bürger macht das genau andersrum. Deswegen hat es auch schwer an der Börse. Weil er immer nur das Risiko betrachtet, was auch nach außen hin immer kommuniziert wird. Wenn Sie irgendwo bei einer Bank hingehen und Sie wollen irgendwie Wertpapiere kaufen oder Optionsscheine kaufen, dann kommt sofort der Finger. Oh, aber achten Sie darauf. Oh, und wissen Sie die Gefahren. Und oh, oh. Dann sagen die meisten schon tschüss, sind wieder weg. Funktioniert wunderbar. Ja? Reiche meiden grundsätzlich das Tagesgeschäft. Und alles, was am Tage herum erzählt wird, das interessiert sie gar nicht, weil die verfolgen, jeder erfolgreiche Unternehmer, dem interessiert sein Unternehmen und seine Beteiligung. Dem interessiert überhaupt nicht, was alltäglich an den Börsen gesabbelt wird. Das zehrt nur auf, das kostet nur Zeit. Politik interessiert sie auch nur zum großen Teil überhaupt gar nicht. Regierungen kommen und gehen, Unternehmen können 100 Jahre existieren. Und da wir alle auf einem großen Planeten leben, ist das alles ziemlich global vernetzt. Und die Vernetzung kriegen wir besonders in den letzten Jahren mit. Und die wird ja in den nächsten Jahren noch viel tiefgreifender werden. Und da kann die Politik wenig ausrichten. Ja? Also, die meisten reagieren ja tagtäglich auf irgendwelche Nachrichten, die rausgebracht werden. Jetzt, letzte Woche, Montag war, glaube ich, als es herauskam, dass die Jamaika da geplatzt ist. Was hat die Börse gemacht? Gar nichts, Null-Event. Der Kapitalmarkt interessiert das gar nicht, was die Politik in Deutschland macht. Das ist ein Null-Event. Die wissen ganz einfach, da oben sitzen Pfeifen, die sich nicht einigen können. Das interessiert sie nicht. Der Kapitalmarkt ist nicht verängstigt, weil die Politik kann keinen Schaden anrichten. Ja? Sie können im Moment überhaupt nichts verändern. Gar nichts. Da haben sie gar keine Macht zu. Da wird einfach nur verwaltet.
Was der normale Bürger darüber denkt, das interessiert den Kapitalmarkt wiederum gar nicht. Hat das internationale Publikum darauf reagiert, was in Deutschland passiert ist? Nein, Kapitalmärkte überhaupt gar nicht. Ja? Denn es wird erst interessant, wenn wir eine andere Konstellation in diesem Land kriegen, wo wirklich die Bundesrepublik Deutschland Reformen anpackt. Dann werden sie alle aufmerksam. Aber jetzt, so wie es alles so aussieht, wenn man das genau betrachtet, bleibt alles so, wie es war. Und Deutschland wird sich nicht verändern. Das ist im Grunde genommen sehr schlecht, aber für den Kapitalmarkt planbar. Und Kapitalmarkt braucht Planung. Die wollen wissen, wie es in den nächsten Jahren so ungefähr weitergeht. Deswegen ist alles, was politisch passiert, ein Non-Event. Es war schon immer und wird immer bleiben. Für jemanden, der kurzfristig am Markt aktiv ist, ja, für den ist das hochgradig interessant. Da kommt Bewegung temporär rein. Aber das sind ja nicht die, die langfristig Kapital aufbauen, die langfristig Vermögen werden. Wie gesagt, ein Vermögender interessiert sich gar nicht. Der guckt, wie laufen seine Geschäfte, wie laufen seine Dienstleistungen, wie laufen seine Produkte. Das muss man einfach wissen. So agieren Vermögende. Ja? Diese Ängste, die uns tagtäglich in den Medien auch immer wieder suggestiert werden, nehmen die gar nicht wahr. Die sind halt schlauer. Wesentlich schlauer, weil sie über den Tellerrand schauen können. Und das Allerwichtigste ist, ein reicher Investor oder reiche Menschen oder diejenigen, die Erfahrung haben, die kaufen nie einen faulen Korb. Von ihnen macht das im Grunde genommen auch gar keiner. Wer geht denn auf den Wochenmarkt und kauft sich einen Korb voller Äpfel und schaut nicht rein? Wer wird sich einen Korb voller Äpfel kaufen, wo 2/3 faule Äpfel drin sind? Der wird dir doch den Händler am Kopf schmeißen, oder? Aber euch alle interessiert doch bestimmt der DAX, ne? Ich werde ständig gefragt, auch in den Medien, wenn ich Interviews gebe, Herr Proffel, wo sehen Sie den DAX am Jahresende? Oder wie ist Ihre Prognose für 2018 für den DAX oder den S&P 500 in Amerika? Oder dann sage ich, oh Leute, das interessiert mich doch überhaupt gar nicht. Warum soll ich mir Gedanken über einen DAX, S&P oder Nasdaq machen? Alle Indizes dieser Welt sind so aufgeteilt, dass ungefähr 2/3 sämtlicher Werte da drin sind, das sind faule Früchte, über die ich als Trendfolger kein Geld verdienen kann. Nur ungefähr 1/3 aller Werte in einem Index sind Werte, wo ich langfristig mit Geld verdienen kann, als Trendfolger. Wenn Sie Lust haben, Sie sind ein Börsenverein, nehmen Sie ganz einfach mal den DAX in einer Chartanalyse über die letzten 20 Jahre. Legen Sie den DAX als 20-Jahre-Chart hin und dann gehen Sie mal alle Werte durch. Dann werden Sie sehen, Sie finden 8, mit denen Sie in den letzten 20 Jahren Geld verdienen konnten. Und wenn Sie den Chart länger machen, auf 40 Jahre, dann sehen Sie, oh ja, das waren die. Aber Sie finden garantiert über 20 Werte, wo Sie sagen, oh, da kommt man ja nur als Trader Geld verdienen. Aber nicht langfristig mit. Gar nicht. Deswegen ist die Frage, die man uns immer stellt, meinen Kollegen ja auch, wo seht ihr den DAX am Jahresende? Wir schütteln über den Kopf und sagen, boah, wen interessiert es überhaupt? Weil denn, wenn ich mich für den DAX interessieren würde, würde ich mich ja für Verlierer interessieren. Warum sind 2/3 Verlierer drin, wo ich als langfristiger Investor kein Geld mehr verdienen kann? Aber ich will ja als langfristiger Investor ständig Geld verdienen. Es ist legitim, dass ich jedes Jahr 30, 50, 80 oder 100% pro Jahr mache. Wenn Sie zur Bank gehen und sagen, ich möchte so und so viel Prozent im Jahr mit meinen Aktien verdienen, dann sagen die Ihnen ja so 3 bis 4, 5%. Das ist seriös, alles darüber ist unseriös. Dann müssen Sie die Bank sofort verlassen. Das ist Schwachsinn, was der Ihnen erzählt. Wenn Sie mir nicht glauben, nur mal das Beispiel, Warren Buffett, einer der reichsten Investoren dieser Welt, sollte jeder kennen, den seine Performance über die letzten 60 Jahre liegt bei 50% pro Jahr. Ja, die Banken sind diejenigen, die kein Geld verdienen können. Doch, sie verdienen doch Geld, nämlich ihr Geld. Ja. Weil sie es denen ja geben. Und dann können die auch nicht mal damit umgehen. Na? Nein, es geht 30% pro Jahr, 50% pro Jahr, 70% oder 100%. Es kommt immer darauf an, wie die Strategie ist. Wie viel Zeit sie investieren wollen. Das geht nicht mit reinen Aktien. Irgendwo zwischen 30 und 40% ist es möglich, mit reinen Aktienportfolios 30% pro Jahr zu erzielen. Mit sehr viel Aufwand. Es ist sehr einfach, 30, 40, 50, 70% pro Jahr mit Optionsscheinen, mit Aktien und Optionsscheinen kombiniert zu erreichen. Und es ist ganz einfach, ein Depot zu führen mit 100% pro Jahr oder mehr, wenn man nur mit Optionen und Optionsscheinen arbeitet. Der Unterschied ist, wenn ich so ein Aktiendepot habe, ist der Zeitaufwand
eine Stunde pro Woche und einmal im Jahr so 14 Tage intensiv 8 Stunden am Tag, wo man die Unternehmensbewertung machen muss. Wenn man ein reines Option- oder Optionsscheindepot hat, dann braucht man jeden Tag eine Stunde. Und wenn denn die Momente kommen, wo man reagieren muss, dann kriegt man auch schlaflose Nächte, weil man dann ständig am Agieren ist. Weil man kauft ja nicht einen Optionsschein oder eine Option, sondern man hat Dutzende im Depot, um ein gesundes Portfolio zu haben. Und dann stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Pensionsmanager. Die haben denn 200 verschiedene Optionen in Kettenformat. Das heißt, Kettenformat bedeutet, die haben eine Option mit der Basis so und so, eine Option mit der Basis so und so, eine Option mit der Basis so und so von dem gleichen Wert. 200 Basisfunktionen mal 6 mal 7. Da kommt dann richtig Arbeit drauf. Und das kann man dann natürlich nur mit Teams etc. machen. Ja? Also, wenn Sie an der Börse erfolgreich sein wollen und Sie wollen langfristig richtig gut Geld verdienen, dann orientieren Sie sich nie nach dem DAX. Der DAX kann fallen und trotzdem sind da Werte drin, die ständig steigen. Ja? Wo Sie zum Beispiel nie mit Geld verdienen werden, sind Bankaktien. Den bekannten Bankaktien, die wir bei uns haben. Zum Beispiel eine Deutsche Bank und eine Commerzbank. Die wird es möglicherweise in 30 Jahren gar nicht mehr geben. Sie werden mit Energieversorgern kein Geld mehr verdienen, seit 7 Jahren. Vorher hatte ich diese Energieversorger E.ON und RWD in meinen Investmentfonds und meinen Clubs und meinen Börsendiensten drin gehabt, über 10 Jahre, und da habe ich immer gesagt, das sind Gelddruckmaschinen, weil ohne Strom geht ja gar nichts. Dann kam der Energiewandel hier in der Bundesrepublik Deutschland, als Angela Merkel da gesagt hat, ja, wir steigen so langsam aus der Kernenergie aus. Ein paar Wochen später haben die Vorstände von RWE und E.ON gesagt, das entscheiden wir, und da habe ich gesagt, wir gehen sofort raus. Ein halbes Jahr später begann der Abgesang. Diese Unternehmen werden sich nie wieder erholen. Denn als Unternehmer müssen Sie sich mal reinschauen in diesem Unternehmen, wo wollen die denn Geld verdienen? Das heißt, wenn Ihnen diese Werte angeboten werden, weil Sie sagen, da sind so und so viele Kurssteigerungen drin, dann lassen Sie bloß die Finger davon, wenn Sie kein Geld verlieren wollen. Als Kurs, ich rede jetzt nicht als Kurzfristtrader, der kann damit Geld verdienen, weil da sind Schwankungen drin. Aber die interessieren mich alle nicht, weil das kostet Zeit, Lebenszeit. Ich mache etwas langfristig. Ich will langfristig Geld verdienen und ein ganz tolles Leben führen. Ja, ich möchte nicht für die Börse arbeiten, sondern die Börse soll für mich arbeiten, damit ich mein Luxusleben kann. Alle Reichen führen ein extrem gutes Luxusleben. Weil sie gut organisiert sind, weil sie die Börse für sich arbeiten lassen und nicht für die Börse arbeiten. Bin ich ein Trader, muss ich für die Börse arbeiten. Denke ich langfristig, arbeite die Börse für mich. Und ich kann das Vermögen, was sich da aufbaut, auch leben. Und das ist ja das Entscheidende. Wenn man an der Börse reich werden möchte und reich wird, möchte man ja auch was von dem Geld haben. Oder will das keiner? Also die ich alle kenne, die leben ihr Geld. Und das ist das Entscheidende, sonst brauche ich dafür nicht arbeiten. Ja? Also, Finger weg von einem Index, der sagt gar nichts aus. Überhaupt gar nichts. Und orientieren Sie sich nie. Jeden Tag lesen wir das in den Nachrichten oder sehen das im Fernsehen. Oh, der DAX hat wieder so und so viele Punkte. Dann macht der DAX mal 100 oder 200 Punkte. Und alle, schreien sie alle auf. Ja und? Das spielt alles keine Rolle. Ja, außer für denjenigen, der im DAX kurzfristig tradet. Aber wer langfristig Geld verdienen will. Selbst wenn Sie langfristig im DAX übrigens investiert werden über die letzten 20 Jahre, hätten Sie in der Performance so zwischen 7 und 8% in den letzten 20 Jahren pro Jahr gemacht. Obwohl diese Verlierer da drin sind. Also grundsätzlich verdient man am Kapitalmarkt immer Geld. Ja? Aber wer gibt sich mit 7-8% pro Jahr zufrieden, wenn er 30 oder 50% pro Jahr haben kann? Deswegen machen Sie das ruhig mal, was ich Ihnen über den DAX erzählt habe. Und wenn Sie denn Zeit haben dazu, nehmen Sie mal den MDAX und TechDAX, dann sehen Sie, boah, das ist überall gleich. Und dann nehmen Sie nur die Perlen. Und da investieren Sie Ihr Geld. Ja? Das machen wiederum auch die Vermögenden. Die kaufen nur die Gewinner. Dabei setzen die Reichen auch auf Beständigkeit und auf Innovation. Beständigkeit bedeutet auch, die ändern nicht ständig ihre Meinung. Die wechseln nicht ständig hin und her, wie das viele Aktionäre machen. Dann kommt da eine Nachricht, dann kommt da was, oh, jetzt musst du darauf steigen, jetzt musst du darauf steigen. Grundsätzlich bleiben die bei einem guten Geschäft. Ein gutes Geschäft kann über 100 Jahre gehen. Kann einen überdauern. Warum dann wechseln? Auch das können viele Anleger nicht. Die suchen immer nach
dem, oh, was ist jetzt das, wo kann ich Geld mit verdienen? Und dann gibt es oft Angebote, die sind sehr ungesund und fallen darauf rein. Vor vielen Jahren gab es mal in Deutschland diesen Bereich Penny Stocks. Kennen Sie sowas? Kennen Sie das? Penny Stocks, da sind zu den Veranstaltungen, die da veranstaltet hat, sind zigtausend Leute hingegangen. Zigtausend Leute. Und die haben für unter 1 Euro Aktien gekauft. Ja, und dann ist da, ich glaube, für 30 oder 40 Cent. Und dann ist das Ding mal auf 1,30, 1,50 und 2 gegangen. Die Leute haben alle ihr Geld verloren. Weil die der Meinung sind, oh, wenn ich nur 1,30 oder 80 Cent ausgebe, das ist ja billig. Stecken ja mal viel Geld rein. Wussten eigentlich gar nicht, was sie da kaufen. Dieses Verhältnis, was ist eigentlich billig, und das gibt es auch nicht. Wenn ich ein gesundes Unternehmen habe, und da kostet die Aktie 400 Euro, und ich kann dann nur, weil ich 1000 Euro investiere, 2 verkaufen, aber dieses Unternehmen so stark ist, dass der Aktienkurs sich ständig entwickelt, mache ich Gewinne. Wenn jemand sagt, ich habe 1000 Euro und das Ding kostet mal nur 1 Euro, dann kann ich da 1000 Stück von kaufen. Aber das Ding einfach nichts wert ist, sind die 1000 Euro weg. Na? Man muss also in substanziell gesunde Unternehmen investieren. Und da spielt der Aktienkurs keine Rolle. Und wenn etwas teuer ist, so wie eine Amazon oder eine Google, die bei über 1000 Dollar liegen, dann ist es einfach so. Dann muss ich halt, wenn ich eine Aktie haben will, 1000 Dollar ausgeben. Ja? Viele sagen jetzt, ja, ich kaufe da erst ein, wenn die einen Split machen. 1 zu 10 würde nur noch 100 Dollar kosten. Dann kann ich mir mehr davon leisten. Das ist falsch gedacht. Erstmal wissen wir nie, wann das Split gemacht wird. Ja? Und möglicherweise liegt die dann einfach bei 2 oder 3.000, dann machen die erst einen Split. Da haben wir schon 300% verloren oder nicht wahrgenommen. Na? So, was machen Reiche noch? Auf Beständigkeit. Unternehmen in dieser Jahren, Jahrzehnten gezeigt haben, dass sie erfolgreich arbeiten können. Dementsprechend steigt auch der Aktienkurs an der Börse. Und dann setzen sie auf Innovation. Die gucken genau auf der Welt herum, was geht. Was kaufen die Leute? Was ist nah am Kunden? Was ist der nächste Bringer? Da gucken die ganz genau drauf, weil da kommt die ganz große Performance raus. Da stecken die auch sehr viel Geld rein. Und ich zeige Ihnen gleich mal bei einigen Werten, wie auch Warren Buffett das macht, wenn er in solchen Werten drin ist. Und dann kommen so leichte Korrekturphasen. Dann gehen die mit Riesengeld in diese uralt beständigen Werte. Und da parken sie die, wie eine Bank, und kriegen dann auch eine gute Performance raus. Wer sich für die Börse interessiert, der kann sowas ab und zu nachlesen, wenn darüber geschrieben wird, wenn er die richtigen Seiten weiß. Wer Programme hat, kann das sogar selber sehen, wie das passiert. Großunternehmer, auch so wie Warren Buffett, die würden ihr Geld nie bei einer Bank parken oder irgendwo Cash parken. Das geht nicht. Die nehmen dieses große Geld, wenn die zum Beispiel, wenn Warren Buffett irgendwann aus der Idee, er hat ja mittlerweile über 20 Milliarden in Apple drin, wenn er auf die Idee kommt, die Hälfte zu reduzieren, aus irgendeinem Grund, dann packt er das entweder bei Union Pacific oder bei Coca-Cola rein. Und dann wartet er eine gewisse Bewegung ab und nimmt das Geld wieder und packt das wieder bei Apple rein. So machen die das. Na? Es gibt viele Werte, wo die sagen, Beständigkeit, das sind defensive Titel, sagen auch viele dazu. Das sind Unternehmen, die uns ein Leben lang begleiten. Ja? Aber es geht jetzt hier nicht um die beiden Werte an sich, sondern um die Kombination. Um die Kombination. Und die zeige ich jetzt. Ein paar Beispiele dazu. Also Reiche investieren ganz stark in Logistik und Lebensmittelhersteller. Warum Logistik? Ohne Logistik geht auf dieser Welt gar nichts. Ja? Ohne Logistik wäre keiner von Ihnen hier. Wir würden tagtäglich unsere Produkte nicht bekommen. Es würde nichts auf dieser Welt funktionieren. Wenn wir in Deutschland ist ein kleines Land. Wir können ziemlich schnell von morgens bis abends durch das Land durch. Wer schon mal in Amerika war, der weiß, das geht nicht. Ja, wenn Sie mit dem Auto von Ost nach West wollen, das sind ein paar Tage unterwegs. Wenn Sie von Nord nach Süd wollen, sind ein paar Wochen unterwegs. Selbst mit der Bahn von Ost nach West sind Sie 3 Tage unterwegs. Ganz andere Größenordnung. Wenn es die Bahn nicht geben würde, gäbe es Amerika nicht. Ja? Und warum Lebensmittelhersteller? Ja, ohne Nahrung geht auf dieser Welt gar nichts. Ja? Und was tut die Welt? Die expandiert. In riesigen Schritten. Wir haben jetzt schon Nahrungsknappheit, das wissen wir alles. Nahrung ist teuer. In einigen Ländern ist es sogar sehr teuer. Nahrung geht also immer.
Und da zeige ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele, ausgewählte Beispiele, wo die Großinvestoren ihr Geld investieren, wo ich das natürlich auch mache, und seit Ewigkeiten. Kann man das da oben lesen? Das ist die Nestle. Kennt ja jeder, ne? Wer kennt Nestle nicht? Also ich denke, zu 100% hat jeder von Ihnen ein Produkt oder viele Produkte von Nestle in Ihrem Haus. Zum Beispiel Maggi. Nee, Maggi haben Sie nicht. Nee, das nehme ich nicht. Aber haben Sie eins von den anderen 1000 Produkten? Definitiv. Das, was Sie hier über die 30, das ist 1987. Wer war 1987 schon entweder in der Börse oder im Cash 87 mitgekriegt? Ah, cool. Ein paar sind doch dabei. Ja? Wenn man darüber überlegt, was damals alles so geschrieben wurde, in Zehn, welche Ängste erzeugt worden sind. Natürlich gehen auch große Unternehmen damit runter. Das hat mit dem Unternehmen nichts zu tun, das hat mit dem Gesamtkapitalmarkt zu tun, weil natürlich auch Fonds darin investiert sind. Die kriegen eine Schieflage, müssen irgendetwas verkaufen und dann geht so etwas runter. Für mich sind das mal gefundene Fressen. Ich freue mich auf sowas, dann haue ich richtig Geld überall rein. Die Finanzkrise war hier. Kaum zu sehen. Kaum zu sehen. Packen wir 30 Jahre rauf, sieht man von den ganzen Sachen gar nichts mehr. Ja? Sie können sich alle an die Finanzkrise erinnern, ne? Wie gejammert wurde. Keiner wollte an die Börse rein. Wenn Sie in meinen Börsendiensten gewesen sind und in meinen kostenlosen Sachen, habe ich geschrieben, Leute, wenn, jetzt müsst ihr reingehen. Jetzt müsst ihr in all die gesunden Unternehmen reingehen. Die das gemacht haben, sind heute alle vermögend. Weil wir müssen doch weiter essen. Finanzkrise hin oder her? In jeder Krise gibt es eine unglaubliche Chance. Die meisten Menschen machen einen Riesenfehler. Die warten ab, bis alles wieder gut ist. Oh, jetzt bin ich zufrieden, das kann ich ja wieder investieren. Den größten Wupp haben sie verpasst. Immer dann, wenn die Kanonen donnern, wie es so schön heißt, muss man dabei sein. Und zwar kannst du nicht überall reingehen. Das ist natürlich ganz klar, du musst in die gesunden Sachen reingehen. Wenn wir so in 30 Jahren, wie ich behaupte jetzt, und ich kann es auch unter Beweis stehen, wenn ich in 30 Jahren noch lebe, dieser Trend wird nie brechen. Nestle ist das wohl größte Lebensmittelunternehmen dieser Welt. Warum sollte der Trend brechen? Warum sollten die Manager, die dort arbeiten, die 350.000 Menschen, die für Nestle arbeiten, was müssten die anrichten, damit dieser Wahnsinnskonzern, große Konzern, nicht mehr funktioniert? Was müsste man denen unterstellen? Ja, da reicht die Fantasie nicht für aus. Es gibt keine Krise, die die nicht meistern werden, weil ihre Produkte weltweit vertreten sind und weil wir diese Produkte konsumieren. Wir sind nur ein kleines Land mit 86 Millionen Menschen. Europa hat insgesamt 380 Millionen Menschen. Nestle ist auf der ganzen Welt vertreten, sogar in China. Ja, und wird immer weiter wachsen. In 30 Jahren haben wir nicht 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, sondern doppelt so viele. Das heißt, diese Dynamik, diese Entwicklung, die dieses Unternehmen in den letzten 30 Jahren gemacht hat, wird es auch in den nächsten 30 Jahren machen. Wenn dann jemand sagt, statistisch gesehen ist der Aktienkurs entwickelt sich zwischen 12% und 15% pro Jahr über die letzten 30 Jahre. Wenn jemand sagt, das ist mir zu langweilig, warum hat er denn ein Sparbuch? Wo er gar kein Geld mit verdient, sondern das Geld in die Fenster schmeißt. Wenn ich eine Aktie habe, wo ich weiß, dass die im Schnitt 20 Jahre lang 12-15% machen, mache ich trotzdem mehrere 100% jedes Jahr noch damit. Weil ich kaufe mir meine Optionen darauf und kann die ein Leben lang begleiten. Es gibt Optionen, die 12 Monate laufen, die 24 Monate laufen, die 36 Monate laufen. Es gibt auch Optionsscheine darauf. Es gibt sogar Turbo-Zertifikate darauf. Ja? Und wenn man weiß, wie man das macht, kann man regelmäßig, eine bessere Bank kann man gar nicht haben. Man hat eine Aktie, wo man sich jedes Jahr zwischen 12% und 15% freut. Und nebenbei sagt man jedes Jahr noch mit dem Optionsschein oder der Option, die man drin hat, dementsprechend welchen Hebel man nimmt, also ich gehe nie über 5, sammelt man dann immer noch so zwischen 80%, 120%, 150% ein. So simpel ist das. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da kommt die Finanzkrise und verlierst du alles wieder. Die Finanzkrise ist nicht über Nacht gekommen. Das hat Wochen und Monate gedauert. Und wenn man mit Trendfolge arbeitet, ich habe ein Trendfolgesystem entwickelt, wo man genau sehen kann, da bricht ein Trend. Wie gesagt, das kommt nicht über Nacht. Und da kann man immer rechtzeitig aussteigen. Wenn man bereits in so einer Option drin war, mehrere Monate, geht man mit Gewinn raus. Wenn man gerade eingekauft hat, man muss dann 3 Wochen später raus, dann geht man mit Sicherheit mit Minus raus. Aber nie mit Totalverlust. Ja? Außer man akzeptiert einen Totalverlust.
Wenn man nämlich ein großes Portfolio hat und sagt, ich will diese Zeit gar nicht investieren, um das zu beobachten, und mein Portfolio erlaubt mir 1 bis 2 Totalverluste pro Jahr, weil das Gesamtportfolio so stark ist, dass es trotzdem 100% macht, dann kann man noch ruhiger schlafen. Das ist also eine Strategie. Und die Vermögen haben alle so eine Strategie. Alle. Die rechnen sich ganz genau aus, wie viel Lebenszeit sie investieren müssen für diese 100%, die sie haben wollen. Oder die 80 oder 70, die sie vorher definiert haben. Und das geht. Warum geht das? Das sind wiederkehrende Ereignisse. Das ist ein Naturgesetz, weil wir ein Teil dieser Natur sind, um zu verhalten. Kommt aus der Verhaltensökonomie. Das ist kein Zufall. Ja? Das ist Massenpsychologie. Und weil wir ein Teil dieser ganzen Geschichte sind, weil wir diejenigen sind, die die Produkte konsumieren, wir das alles benötigen, brauchen, sind wir planbar. Wir sind eine planbare Masse auch für das Management von Nestle. Das sind super fitte Leute da. Da arbeiten übrigens ganz viele Psychologen auch. Die wissen genau, wann eine Marke nicht mehr laufen will. Dann jagen sie einige Scouts raus und gucken nach, was interessiert den Menschen. Dann fahren sie Teste etc. Und in dem Moment, wo sie merken, da fahren die Menschen drauf ab, dann geht voll die Produktion in den Bereich los. Und sie manipulieren uns natürlich auch. Ja? Und deswegen kann man nicht mehr sagen, oh, Aktie ist gefährlich. Das, wenn man sagt, eine Aktie ist gefährlich, dann sind alle Menschen, die dahinter arbeiten, gefährlich. Eine Aktie ist nicht gefährlich. Eine Aktie ist ein Anteilsschein am Unternehmen und ich beteilige mich an Millionen von Menschen, die tagtäglich arbeiten, für uns Produkte herstellen, für uns Dienstleistungen bereitstellen. So einfach ist das. Und diese Aktie wird natürlich am Kapitalmarkt gehandelt. Ja, und da unterliegt sie gewissen Schwankungen. Und wer da langfristig denkt, kann jede Schwankung ab. Und kann das große Geld verdienen. Wer dieses nicht kann, Schwankungen ertragen, der sollte da gar nicht erst hingehen. Ja? Also die Nestle, alle großen Vermögen in dieser Welt sind bei Nestle investiert. Alle Fonds dieser Welt sind bei, auch der Deutsche Pensionsfonds ist in Nestle auch investiert. Ja? Zweites Beispiel. Coca-Cola. Kennt jeder, hat jeder schon getrunken. In Zukunft wird jeder das trinken. Coca-Cola ist ja nur das eine Produkt. Die haben noch ganz, ganz viele andere Produkte. Das Unternehmen wird immer daran arbeiten, dass wir seine Produkte brauchen. Können wir machen, was wir wollen. Die sind schlauer wie wir. Die kennen unsere Bedürfnisse. Und wenn wir noch nicht wissen, dass wir ein Bedürfnis haben, sorgen wir dafür, dass wir das Bedürfnis bekommen. Warum Buffett ist seit 35 Jahren in Coca-Cola investiert? Eines seiner ganz großen Positionen. Ja, da gibt es auch immer diese Zeiten des Erholens. Ich sage immer dieses Verschnaufen, seitwärts gehen. Das merken natürlich viele bei solchen ganz großen Unternehmen, dass das gut läuft. Ich rede jetzt nicht von den normalen Anlegern, der merkt das sowieso immer zu spät. Aber die Großen, die das große Geld haben. Und da kommt auch irgendwann immer der Moment, wo zu viel Geld reinkommt. Ja? Wenn alle Pensionsfonds für das große Geld auf dieser Welt gibt es zu wenig Anlagemöglichkeiten. Viel zu wenig. Und die konzentrieren sich auf all diese Unternehmen, wo sie sich sicher sind, ihr Geld nicht zu verlieren. Da gehört auch eine Coca-Cola zu. Und wenn es dann zu einer Überspitzung kommt, dann nehmen andere Geschmäcker dabei sein Geld raus. Und wenn das der eine macht, wenn wir jetzt alle hier zusammen Milliardäre wären und der Erste sagt dann, ich nehme jetzt mal einen Teil, die nehmen nie ihr gesamtes Geld raus. Einer sagt jetzt, ich nehme jetzt 30% aus Coca-Cola raus, das sind meinetwegen 12, 15 Milliarden. Dann sagt der andere, oh, gute Idee, ich bin seit 10 Jahren noch drin, dann mache ich auch mal, gucken wir mal, wo wir anders hingehen. Dann macht das eine ganze Reihe und dann macht das dieses. Die gehen aber nicht komplett raus. Ja? Und die gehen da raus, weil sie in der letzten Zeit gesehen haben, die Nachfrage ist so groß, wenn sie mit ihrem großen Geld rausgehen, hat das keine großen Kursabschläge. Ansonsten haben solche großen Positionen Kursabschläge. Passiert übrigens meistens, die meisten wissen das gar nicht, passiert meistens nie direkt über die Börse. Ja, diese Pakete werden hinter der Börse verkauft. Die Investoren machen das unter sich. Ein Paket zu einem anderen Paket. Das ist ein großes Volumen. Und dann kann es dazu kommen, dass so ein Wert mal für eine gewisse Zeit lang seitwärts läuft. Während der ganzen Zeit bekommt man natürlich trotzdem seine Dividenden weiter. Ja, und dann gibt es die Momente, wo das wieder alles anzieht.
Hiermit verliert man auf jeden Fall kein Geld. So was machen die Großinvestoren. Ja? Das sind zwei defensive Werte. Es gibt noch ganz viele dazu. Ich wollte die nicht alle zeigen, nur als Beispiel. Ich habe aber über die Eisenbahn kurz unterhalten. Jeder von Ihnen kennt Union Pacific. Das Unternehmen gibt es seit über 100 Jahren. Jeder, der schon mal einen amerikanischen Cowboy-Film gesehen hat, mit John Wayne oder sonst was, die Bahn kommt überall vor. Na, die gab es schon, als wir noch nicht geboren waren. Und die wird es auch geben, wenn es uns nicht mehr gibt. Weil ohne die Bahn geht's in dem Land, geht ja gar nichts. Das ist ein gigantisches Land, die ganzen Güter, wie sollen die von A nach B kommen? Wie sollen die ganzen Menschen transportiert werden? Eine sichere Anlage gibt es gar nicht. Ja? Aber auch Sorgen, den Chart habe ich heute nicht mit, weil ich nicht alle zeigen wollte. Da reicht die Zeit nicht dafür aus. Aber auch solch ein Wert korrigiert. Der hatte, ich habe den seit 2005 in meinem Börsendienst drin, die Aktie, und wir haben den seit der Zeit, wir sind angefangen mit 1.000 Euro im Januar 2005, die Aktie zu kaufen für 1.000 Euro und parallel dazu einen Optionsschein zu kaufen für 1.000 Euro. Mittlerweile liegen wir mit dem Optionsschein bei 335.000. Also es ist nicht mehr der Optionsschein, sondern der wurde ja ständig gerollt. Ne? Der wurde immer nach 12 Monaten verkauft, der nächste nach 15 Monate, der andere nach 18 Monate, also in den letzten 12 Jahren. Übrigens bei Apple liegen wir bei jetzt mittlerweile 500 so und so viel Tausend. Mit 1.000 Euro angefangen. Das ist das, wenn man kontinuierlich das macht. Und das bringt den Spaß. Und wer aktiv an der Börse was machen will, der sagt, ich will tagtäglich was machen, der kann sich mal ausdenken, was man dann noch machen kann. Da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber am Ende ist es immer so, wenn man dann sehr erfolgreich ist und viel Geld hat, muss man dieses auch leben können. Komme ich wieder zurück, Großinvestoren verbringen ganz wenig Zeit an der Börse, weil sie lang denken. Sie machen sich natürlich auch Gedanken darüber, was ist die vorherrschende Technik und was sind Innovationen. Da wird Geld bis zum Abwicken reingeschickt. Weil Innovationen bedeuten auch Veränderung. Und Großinvestoren sind gerne dabei, mit zu verändern, mit zu gestalten, in ihrem Sinne. Ja? Also, die meisten Menschen haben Angst davor, in was Neues zu investieren. Vor vielen, vielen Jahren, 1997 bis heute, das ist Apple. Die Aktie allein hat über 70.000% gemacht. Wie viel man mit Optionsscheinen und Optionen macht, das kann man schon gar nicht mehr ausrechnen. Ja? Seit 2005 habe ich die Apple-Aktie auch in meinem Depot. Und das Depot hat bereits, die Apple-Aktie hat über 1.000% gemacht und wir haben gedacht, die 1.000 Euro auf über 500.000 bereits gemacht. Viele fragen immer, das wurde mir auch letzte Woche beim NTV-Interview gefragt, wie weit kann Apple noch gehen? Die Geschichte ist noch gar nicht angefangen. Noch gar nicht. Für die meisten ist das ein gigantisches Unternehmen. Boah, und mit dem iPhone, die Geschichte mit dem Handy, mit dem Smartphone, jetzt ist alles gelaufen. Die meisten haben gar keine Fantasie, wie sich die Welt gerade im Wandel befindet, was daraus alles gemacht wird. Und wer das Interview mit mir gesehen hat, mit Markus Koch, wir haben da kurz drüber gesprochen letzte Woche, die wenigsten haben wirklich eine Vorstellungskraft, was die alles bewirken können. Die großen Fangaktien, glaubt es nur eine Apple, Amazon, Facebook und Google. Das, was die in die Zukunft investieren, da kommt ganz Europa in 10 Jahren nicht hin. Die investieren so unendlich viel Geld in das Neue, was uns die nächsten 10 Jahre begleiten wird. Und da werden so viele neue Produkte und Innovationen auf uns zukommen, damit wird die Wertschöpfungskette immer weiterentwickelt. Das Unternehmen wird in Kürze die Billionen erreichen. Dann sagen alle, boah, wie soll es da noch weitergehen? In ein paar Jahren werden wir über 10 Billionen sein. Viele sagen ja heute, die Apple-Aktie, wer zuerst die Billionen erreicht, ist das wertvollste Unternehmen. Nein, sie ist ja das wertvollste Unternehmen, aber wer wird zuerst die Billionen erreichen? Amazon, Apple. Oder vielleicht sogar Google, irgendein von den Unternehmen wird das sein. Das wird alles so hoch aufgebauscht. Größte Unternehmen der Welt. In 3 Jahren. Vielleicht sehen wir uns dann mal hier wieder. Da wird es Unternehmen geben, die sind größer als die amerikanischen Unternehmen. Viel, viel größer. Wissen Sie warum? Zwei Unternehmen zum Beispiel aus China, Tencent und Alibaba, werden an denen vorbeirauschen. Wenig Gutes. Warum? Wissen Sie warum? Amerika ist eine Bevölkerung von 370 Millionen, Europa von 360 oder so, wurde Raum gebaut. Das, was Apple, nur mal als Beispiel, hier lange, lange aufbauen musste, wir schauen auch gleich nochmal Amazon an,
und erfahren musste, wie der Kunde so wirkt, wie sie das Produkt verkaufen können, diese ganzen Erfahrungen, die die über Jahre gesammelt haben und das Unternehmen damit groß geworden ist, diesen Erfahrungsschatz haben Tencent und Alibaba übernommen. Und wenn man die betrachtet, wie die sich in den letzten 2-3 Jahren entwickelt haben, das ist also ganz jung, aber die haben das ganze Know-how der Industriegesellschaft dabei, die explodieren wegen des Gutes. Und was haben die? China, 1,2 Milliarden Menschen. Die ganze asiatische Platte ist 2,5 Milliarden Menschen. In den nächsten 3 Jahren werden in China ungefähr 350 Millionen Kinder geboren. Das ist ja so viel wie Europa. Da ist ein unglaubliches Potenzial. Kommen die sich eigentlich mit Apple, Amazon, Google, Facebook ins Gehege? Nee, überhaupt gar nicht. Wer war schon mal auf der Plattform von Tencent? Eine Person, ja. Das ist sowas ähnliches wie Facebook. Wer hat schon mal bei Alibaba was bestellt? Eine Person, 2 Personen, ja. 3. Also, das ist alles für den asiatischen Bereich gemacht. Aber die Asiaten sind ja nicht dumm. Die sind da die absoluten Marktführer. In Asien kennt jemand Facebook oder kauft jemand was bei Amazon? Nee, es geht irgendwie. Da gibt es auch so viele Regularien etc. Aber die Chinesen denken anders. Die lösen Amazon und Facebook in den nächsten Jahren als weltweite Plattform ab. Trotzdem wird es da Koexistenzen geben. Nur wir müssen uns darüber im Klaren sein, 2050, Amerika sagt immer, Amerika ist die Großmacht auf dieser Welt. 2050 ist es ein Witz, da gibt es eine Supermacht, das ist China. Der gesamte asiatische Bereich. Und wir sind eine ziemlich veraltete Gesellschaft, die Industrienation. Asien ist eine junge Welt. Aber nicht China. Nö. China ist mit Japan die am stärksten alternative. Stimmt, ja. Also Vorsicht bitte. Ja, noch das ganze asiatische Bereich, da kommt Indonesien etc. Ja. dazu, wenn man das alles sieht, ist eine unglaubliche junge Gesellschaft. Ungefähr 200 Millionen Menschen dort, von ungefähr 2, so und so viel, kommen auf den Level Industrie von Industrienationen. Die anderen wollen das alle. Denn dieses wollen da aber hin. Das ist unglaubliche Wachstum. Wer diese Unternehmen, die dort alle an der Spitze stehen, in Regionen hochschießen, die für uns unvorstellbar momentan sind, weil wir die Fantasie dazu nicht haben. Das heißt, schon in 3 Jahren wird es losgehen, da wird es ein Dutzend Unternehmen geben, die über 1 Billion sind. Und dann heißt das Thema, wer hat die ersten 10 Billionen? Und alle dann sagen, boah, wo kommen all diese Gelder her? Wie geht das? Wer weiß, wie viel Kapital derzeit am Weltkapitalmarkt im Fluss ist? Schon eine Ahnung? 220 Billionen sind ungefähr im Fluss auf der ganzen Welt. Ja? Und dieses Kapital wächst immer dynamischer. Aber die Umverteilung findet statt. Deswegen langfristig, ja, man bleibt in der Apple investiert. Nicht nur in eine Apple, man nimmt natürlich auch den zweiten dazu. Samsung. Eine ähnliche Geschichte. Wer von Ihnen Apple-Handy hat, und ein Samsung-Handy hat und keine Aktie hat, der sollte sich mal ganz fürchterlich beißen. Warum eigentlich? Ich kann mal nicht verstehen, warum man das... Ich frage mal auch letztes Jahr auf der Invest, haben mich viele gefragt, wie geht es mit Apple, Amazon und so weiter, kann man da einsteigen? Sag ich, was für ein Handy hast du denn? Hatten die die Handys? Ah, habt ihr schon Aktien davon? Nee, Aktien, das ist ja so riskant. Ich sage, warum habt ihr euch überhaupt das Handy gekauft? Ich verstehe diese Logik nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Die kaufen ein Produkt, weil sie von dem Produkt begeistert sind. Aber die Aktie wollen sie nicht haben, weil das könnte ja riskant sein. Sag mal ein Gegenargument. Ja. Im Jahr 2000 haben alle Nokia-Handys gehabt. Wo ist Nokia jetzt? Ja, klar. Also ich bin so, Apple hat die ganze Downstream, Apple Pay und so weiter, die waren pfiffiger. Aber bei Technologie, Samsung, weiß ich, wo die hängen, weiß Samsung zum Beispiel ist wesentlich breiter aufgestellt als eine Apple. Die haben die gesamte Elektronikkette. Du hast natürlich vollkommen recht, was mit Nokia passiert ist. Ja, die haben Managementfehler gemacht. Ein Wahnsinns-Managementfehler. Die haben sich ausgeruht auf ein Produkt. Das kann natürlich jedem großen anderen Konzern auch passieren. Nur das geht auch nicht über Nacht. Mit Nokia ist es auch nicht über Nacht passiert. Und das kriegt man mit. Auch bei Apple, nur als Beispiel. Wenn die irgendwann verpetten, was am Markt passiert, dann gehen die unter. Aber das kriegt man alles rechtzeitig mit. Ja, das dauert über ein Jahr, teilweise 2 Jahre, bis das im Unternehmen so richtig ankommt, bis dann die Bilanzen das auch richtig zeigen und erst dann reagieren die Märkte.
Nokia hat ziemlich lange gebraucht, bis das passiert ist. Ich selber war von 1987, glaube ich, bis 2000 so und so viel in Nokia investiert. Dort hatte ich in Deutschland, ich habe mal in Deutschland größten Investmentclub in Deutschland gehabt. Der ist aus der Zeit, wo ich noch studierte, aufgebaut worden. Der war nachher so groß, dass wir den nicht weiterführen konnten, weil da so viele Millionen drin waren, weil das BaFin gesagt hat, ihr braucht eine Banklizenz. Studenten haben das aufgebaut und da kommt einfach an die Bank, ihr dürft, ich habe so viele Millionen, ihr dürft so nicht mitarbeiten, ihr braucht eine Banklizenz. Das ist Kacke, ne? Ja. Aber natürlich hast du recht. Jedes Unternehmen kann irgendwann kaputt gehen. Außer Frage. Na? Aber man erkennt das alles rechtzeitig. Das ist aber kein Grund, da nicht zu investieren und darauf zu warten. Wie passt das mit der allgemeinen Äußerung zusammen? In China haben sie für die Jungs keine Frauen. Naja, was passiert, wenn die Jungs keine Frauen abbekommen? Was würdest du denn machen? Also, da gibt es verschiedene Optionen. Ja, ich würde hingehen, wo die Frauen sind. Ja, die soll die Bevölkerung dann wachsen, die Jungs gehen weg, dann sind sie auch raus. So, oder ja, bleiben wir allein. Ja, schau dich mal in der Welt um. San Francisco. Ich bin ja viel in den USA. Ja. In San Francisco bis vor 15 Jahren war ungefähr ein Drittel schwarz. Schwarzen siehst du in San Francisco nicht mehr. Ungefähr fast die Hälfte ist asiatisch. Überall auf der Welt siehst du Chinesen. Immer mehr Asiaten, immer mehr, auch in Deutschland. Hamburg. Ich bin da ab und zu in Hamburg, in der Nähe von Hamburg. Düsseldorf. Aber Hamburg, da gibt es ganze Stadtviertel. Nur noch Asiaten. Die gehen in die Welt hinaus und die gehen mit Geld hinaus. Der Unterschied ist bei den Asiaten, die haben Geld und gehen in die Welt. Wenn man in andere Länder geht, wo die kein Geld haben und die kommen als Asylbewerber, erzählt das was anderes. Die kommen als Geschäftsleute hier rüber. Ja? Und das wirst du nicht aufhalten können. Alle, die klein und kurz denken und eng und regional denken, das sind sowieso die Verlierer. Wir leben auf einem großen Globus. Da gibt es später keine Grenzen mehr. Du bist ganz jung, das wirst du erleben. Die Grenzen werden alle verschwimmen. Noch einmal, Europa hat 360 Millionen Menschen. Asien, die ganze asiatische Platte, hat über 2,5 Milliarden. Afrika hat 900 Millionen. Die ganze Welt ist in Bewegung. Glaubt ihr, ihr könnt euch abschotten? Überhaupt gar nicht. Nein, in den nächsten 50, 60 Jahren wird auf dieser Welt so viel passieren, was in der Geschichte schon so oft passiert ist. Ja? Völkerwanderung gab es schon immer und wird es immer geben. Und das ist nichts Schlechtes, diese Welt muss sich entwickeln. Dieses regionale Denken oder Staatendenken, das ist völlig überholt. Natürlich auch China, die werden 2050 die Supermacht auf der Welt sein, aber die werden nicht mehr diesen politischen Einfluss haben, den sie heute haben. Weil je größer eine Masse wird, je schwieriger wird der politische Einfluss. Es wird alles verwachsen und verschwimmen. Das Einzige, was bleiben wird, ist wirtschaftliches Denken. Das gab es immer und das wird es immer geben. No? Also man darf vor solchen Unternehmen, nur mal als Beispiel, Apple hat über 200 Milliarden Cash im Ausland liegen. Wenn die durch irgendein Ereignis irgendetwas verpassen, wisst ihr, was die machen? Dann kaufen sie das einfach. Das ist ja die Microsoft-Strategie. Klar, klar. Da nicht zu investieren zu sein, ist der größte Fehler, den man machen kann. Und da Angst zu haben, das kann doch nicht so weitergehen, muss ja fundamental gegründet sein. Woher kommt denn die Angst? Was weiß man denn von einem Unternehmen? Wenn man in die Zahlen des Unternehmens reingucken kann, Apple hat ein KGV von unter 10. Ist doch ein Witz. Völlig unterbewertet. Ja. Alle mächtigen Menschen dieser Welt, alle Vermögenden sind in Apple investiert, sind in Samsung investiert. Weil sie ja genau wissen, was wir Menschen brauchen. Das neue iPhone 10, das ist so teuer wie noch nie, der absolute Renner. Kann man Kritik äußern, wie man will. Die Leute kaufen. Ob es den anderen gefällt, spielt doch gar keine Rolle. Und glaubt ihr etwa, das Unternehmen ist doof? Das weiß genau, welche Preise es nehmen kann. Hat es das genau vorher ausgelotet. Und das Unternehmen will ja auch was Besonderes sein. Das Samsung-Handy kriegst du für die Hälfte. Passt aber auch.
Ja? Es ist eine andere Markenstrategie dahinter. Ja, das ist genauso, ich bin Porsche-Fan, ich fahre Porsche. Wenn Porsche zum Volksauto wird, dass alle den Porsche kaufen können, dann fahre ich den nicht mehr, kaufe mir ein anderes Auto. Ja? Und dieses Denken haben alle, die was Besonderes haben wollen. Das ist mal so, sind wir Menschen nun mal. Und das wissen solche Unternehmen ganz genau. Ja. Ah, kann man nicht lesen, ist Netflix. Wer streamt bei Netflix? Oh, so wenig, Leute, was ist los? Da gibt es die geilsten Serien. Aber ihr guckt lieber Samstagabend. Nee, wer guckt Samstagabend auf Fernsehen? Ah, das meldet sich keiner, das ist gemein. Also mein Sohn kennt das gar nicht. Mein Sohn kennt ZDF, ARD und sowas überhaupt gar nicht. Muss er gar nicht mit groß sein. Sauber Sport. Sauber Sport. Der will seine Zeit woanders verbringen. Der will Fernsehen gucken, wann er will, oder die Serien gucken, wann er will und nicht, wann das uns vorgeschrieben wird. Wer glaubt, dass unser, wie heißt das, öffentlich-rechtliches Fernsehen in 20 Jahren noch existiert? Wird es nicht. Der Staat schon für das müssen. Ja, also die Generation, es gibt eine jüngere Generation, die das verhindern wird. Und die ist stark. Die wird es verhindern. Die wird sich das nicht mehr vorstellen lassen, was sie passen lassen. Doch. Weil die können ja kein Geld mehr verdienen. Die müssen ja Geld verdienen. Woher sollen sie das Geld denn bekommen? In 20 Jahren wird von der Altersblase, die wir in Deutschland haben, eine ganze Menge weggestoppt. Das heißt, das Publikum wird immer weniger. Ja? Das heißt, die Einnahmen gehen auch immer weiter zurück, weil natürlich die Werbung immer weniger. Das ist alles so ein Kettenschwanz. Wenn sich die Öffentlich-Rechtlichen nicht neu erfinden und auch das Publikum, was da unten nachgewachsen ist, was sie gar nicht befriedigt haben, dann gibt es das nicht mehr. Dann wird das genauso passieren wie in Amerika, dass das so ein Durchzapfsender ist, wo einfach nur zu beschallen und wertlos. Braucht man das? In welche Zeit wachsen wir eigentlich hinein? Braucht man noch 20 Uhr Nachrichten? Guckt man sich nicht Nachrichten, wenn man die Nachrichten hören will? Muss ich mir... Das gibt es noch, aber ganz ehrlich, wir sterben aus. Ne? Das kann ja niemand abbestellen. Da kann man so gute Abendbrot essen bei. Ja. Also die nachwachsenden Generationen orientieren sich nicht mehr von dem, was der Staat uns vorgibt. Und das wird der Staat auch erkennen, die erkennt es ja schon. Es geht aber bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht um die Sendezeit, sondern um die Inhalte. Und ich sag mal, so gut recherchierte Sachen, Privatsender richten sich ja immer nur nach Sachen, wo schnell und viel Geld zu verdienen ist. Ja, aber andere Länder machen uns das längst vor, dass es auch geht mit Kultur etc. In Amerika geht das, in Norwegen etc. geht das und das läuft. In Amerika gibt es aber auch ziemlich... Es gibt alles. Nein. Wer kennst du Amerika nicht? Es gibt da auch unglaublich wertvolle Sender. Gibt es. Das würde in Deutschland auch laufen, dass der Öffentlich-Rechtliche immer sagt, ja, es ist wegen Kultur. Ey, was gibt's denn Scheiß im Öffentlichen? Guck dir mal in der Woche, fang mittags an. Bis abends. Du wärst verblödet in diesem Land, bis zum Gehtnichtmehr. Der größte Scheiß, den man sich angucken kann, gibt es nach. Und alle Hausfrauen hängen davor. Oder, ich könnte jetzt abfahren. Also, das ist doch total eine Verblödungsgeschichte. Da gibt es doch nichts Wertvolles. Die paar Sendungen, die du mir in der Woche sagen kannst, die wertvoll sind. Übrigens, Nachrichten, die es in ARD, ZDF etc. gibt, die sind für mich nicht wertvoll. Die sind politisch orientiert. Schau dir mal Euronews an ohne Worte. Die gleiche Nachricht, die vorher bei ARD und ZDF war. Mach das mal eine Woche lang, dann kriegst du so eine Haare. Also. Naja, das. Aber da kann man sich total drüber streiten, aber du wirst etwas nicht aufhalten. Die Geschichte mit Netflix oder andere Streamingdienste oder Amazon oder sowas, die wirst du nicht aufhalten. Gar nicht. So, wer das damals geglaubt hat, Netflix war ja erstmal ein Video. Verleiher. Und irgendwann hat er das erkannt, was alles passiert. Ich habe bereits vor 5 Jahren im deutschen Anlegerfernsehen darüber berichtet und habe auch dort gesagt, das Ende ist eingeläutet, der Abgesang des öffentlichen Rechtlichen ist diese Sterbezeit, das dauert natürlich, bis das wegstirbt. Das dauert seine 20 Jahre oder sogar 30, aber die werden nie wieder auferstehen. Außer die finden sich vollkommen neu. Ja? Die absoluten Gewinner sind Streamingdienste. Diejenigen, die da reingegangen sind, haben bis jetzt viel Geld verdient und die Zukunft liegt natürlich da. Wir werden es nicht verhindern können. Überhaupt gar nicht verhindern können. Ja? Das heißt,
viel oftmals wird gesagt, ja, bei Amazon war ich nicht dabei, bei Apple war ich nicht dabei, bei Google war ich nicht dabei. Wann kommen mal wieder solche Granaten? Ey, es gibt ständig Granaten. Und oftmals ist es auch so, dass alte Trends, die schon seit 10, 20 Jahren da sind, sich neu erfinden, sich neue Marken setzen, weil diese Unternehmen eine Idee haben, weil da jemand ist, der das vorantreibt, der den Wandel vorantreibt. Und wir befinden uns gerade in einer unglaublich spannenden Zeit. Viele mögen das gar nicht, was auf sie zukommt. Sie werden es nicht verhindern können. Die ganze Verletzung der Welt kannst du nicht aufhalten. Du kannst über autonomes Fahren denken, wie du willst. Du kannst es nicht aufhalten. Über Robotik kannst du denken, was du willst. Du wirst es nicht aufhalten. Ja. Nichts davon kannst du aufhalten. Du kannst nur versuchen, dabei zu sein und für dich den größtmöglichen Nutzen zu machen. Jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar, gehen Sie jetzt immer davon aus, dass sich sozusagen die politischen Rahmenbedingungen nicht ändern, oder? Weil klar, die politischen Rahmenbedingungen spielen dabei gar keine Rolle. Die sind nur die Nacharbeit. Die kommen ja gar nicht hinterher, was passiert. Die sind 10 Jahre später, sagen sie, oh, da müssen wir aber was machen. Was machen wir denn jetzt mal? Wer glaubt, dass er was gegen die ganz großen Konzerne machen kann, der wird sich. Wer beherrscht die Welt sowieso? Es sind die großen Konzerne, die Welt lenken, führen. Das ist nicht die Politik. Die Politik kommt immer viele, viele Jahre später, weil irgendein Ereignis eingetreten ist und dann sagt, ja, wir wollen es mal regulieren. Glaubst du wirklich, dass die Politiker die Macht haben, wenn da hunderte von Milliarden kommen, die sagen, klatsche, funktioniert überhaupt gar nicht. Oder sie kriegen ein kleines Butterbrot, naja, ein kleines Eingeständnis. Solche Konzerne wie Apple, Amazon, Google und wie sie alle später heißen, die können von der Politik nicht kontrolliert werden. Aber autonomes Fahren oder sowas, die müssen doch darauf warten, bis das zum Beispiel mit den Versicherungen gesetzlich geklärt ist. Dass ja, logisch. Ja, das logisch. Meine ich ja. Ach so, ja, ja, klar. Klar. Und da ist wieder die ganz große Gefahr, die Deutschen, ich mag Deutschland, ich bin selber Ingenieur in diesem Land geworden, dieses Land hat so eine unendliche, also ein unendliches Potenzial. Hier ist so viel Intelligenz in diesem Land. Und was machen die da draus? Das ist ein Debattierclub geworden. Da wird ja jahrelang debattiert und die anderen, die machen einfach, überholen uns und nehmen uns alles weg. Das Gedankengut, vieles, was es in der Technik gibt, haben andere nachher übernommen, weil wir nicht zu Potte kamen. Wir reden zu lange darüber und wollen alle möglichen Sachen geregelt haben. Die Bürokratie in diesem Land ist sowas von gigantisch, die blockt die ganze Industrialisierung. Merkel hat vor 6 Jahren gesagt, Internetgeschwindigkeit muss in diesem Land unbedingt was passieren. Wir sind ja schlechter geworden. Die meisten wollen das nicht hören, sehen das nicht. Das Ausland hat so in der Internetqualität massiv überholt. Die ganze Industrie meckert seit Jahren, dass sie nicht weiter vorankommen, weil in diesem Land passiert nichts. Wir ruhen uns alle auf das aus, was wir haben. Wir sind nur noch Bewahrer. Deswegen werden wir in allen Bereichen, übrigens in der Autoindustrie, kommen wir nochmal ganz kurz dazu, ich werde in kein deutsches Autounternehmen investieren. In den Zulieferer, ja, ja, natürlich. BMW-Aktie will ich nicht kaufen, VW-Aktie, never. Daimler-Aktie auch nicht. Die können auf die Kacke hauen, wie sie wollen. Die sind die Loser, die hängen so weit hinterher. Ich selber, wie gesagt, bin Porsche-Fan. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit der Entwicklung bei Porsche mit dabei. Ich bin schon Elektrofahrzeuge von Porsche gefahren, vor Jahren schon. Die haben die alle. Sie bringen sie noch nicht auf den Markt. Die anderen haben die aber auch in der Schublade liegen, also Mercedes zum Beispiel. Ja, haben sie alle, sie bringen es aber nicht auf den Markt. Und das ist der größte Fehler, den sie überhaupt machen. Sie meckern immer über Tesla, über andere herum, aber hey, die wagen was und die sind nachher alle besser. Das Schlimmste, was passieren wird, das ist ja schon bereits passiert, die Asiaten haben ihre eigenen Fahrzeuge, China. Und die kommen nachher mit einem solch einem Volumen und mit solch preisgünstigen Sachen, dass wir gar keine Chance haben. Und das ist die ganz große Gefahr, da bin ich mit allen Leuten, die im Kapitalmarkt tätig sind, sind wir uns alle einig, die Deutschen haben bereits diesen Punkt überschritten, wo sie noch mithalten können. Sie können groß reden und sagen, ja, die Politik muss machen, 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020. Warum die Politik? Wenn ich Unternehmer bin, muss ich dafür sorgen, dass ich da oben mitspielen kann, doch nicht die Politik. Dem Elon Musk zum Beispiel, der interessiert überhaupt gar nicht, was der Präsident sagt, der macht seine Sachen. Er ist sich auch mit China einig, mit seinen Batteriefabriken etc. Da spielt Politik keine Rolle, es geht darum, Geschäfte zu machen. Und wenn man Geschäfte machen will, kommt die Politik auch und sagt, oh je, das ist ein geiles Geschäft, das macht 200.000 Arbeitsplätze, mach. Das sieht alles ein bisschen anders aus. Jetzt mal zu zeigen. Amazon kennt jeder. Viele, viele Jahre haben mich Leute in meinen Börsen gesagt, boah, Amazon, die macht doch gar keine Gewinne, wie kannst du immer noch da investiert sein?
Es geht um die Idee, die Jeff Bezos hat. Er hat gesagt, ich brauche erstmal ein riesiges Klientel. Und hat eine wesentlich größere Idee. Ich will kein Buchhändler bleiben. Ich will die Welt beherrschen. Er macht jetzt hier ziemlich viele Vorträge in den USA an Universitäten. Wer da mal zugehört hat, weiß genau, was er will. Und er kommt da genau hin. Als er jetzt Anfang des Jahres Whole Foods übernommen hat. Kennen Sie Whole Foods? Ist ein Öko-Lebensmittelhändler in den USA, der erste große. Ist aus dem Familienunternehmen ganz groß geworden. Die Aktie gab es seit 8 Jahren an der Börse, waren wir auch investiert. Am Anfang des Jahres kann man nicht mehr investiert sein, weil Amazon das übernommen hat. Und der Vollzug ist am 17. Dezember dieses Jahres. Dann ist der Vollzug, Einbindung in das Unternehmen in Amazon durch. Dann startet ab Januar die ganz große Aktion. Er wird sich einen Händler nach dem anderen dazu kaufen und es geht darum, Lebensmittel nach Hause zu transportieren. Ja? Alle anderen haben das verpennt. Jeff Bezos ist immer derjenige, je größer mein Klientel ist, je mehr kann ich erreichen. Selbst wenn am Anfang kein Gewinn rauskommt. Es geht darum, die Masse zu erreichen. Die ersten Jahre, als er immer nur Verluste gemacht hat, haben immer gesagt, du kannst du nicht kaufen, der macht doch nur Verluste. Jetzt macht er die ersten Gewinne und er macht das so geschickt, dass er mit kleinen Gewinnen anfängt. Der letzte Gewinn war 10-mal so hoch wie der vorletzte. Wenn er jetzt nächstes Jahr einfach mal sagt, okay, wir bilanzieren mal völlig korrekt, da kommt ein Gewinn mal raus, da fallen alle hinten drüber. Warum soll er das aber machen? Ich möchte, dass er seinen gesamten Gewinn weiter investiert. Das ist, so wird man groß. So baut man Vermögen auf. Nicht den Aktionär zu befriedigen, indem man eine Dividende bekommt. Dividende geht mir am Hut vorbei. Was nützt mir eine 5% Dividende, wenn ich 100% pro Jahr am Aktienkurs haben kann und weitere 500-600% mit Optionsscheinen? Da interessiert mich Dividende doch überhaupt gar nicht. Ich will, dass er sein Geld weiter investiert. Und das macht er natürlich auch. Das ist der größte Online-Händler der Welt. Und er weiß genau, was in China passiert mit Alibaba. Und er will dagegen halten. Jetzt geht er in den Lebensmittelmarkt. Die Autoindustrie hat jetzt schon Schiss, was er vorhat. Und der hat natürlich Geld jetzt. Ne? Der kann bei ihm schnell, wenn sich die deutsche Automobilindustrie zusammentut und um 20, 30 Milliarden Investitionskapital zusammenkriegen, da lacht er drauf, da hat er 200 Milliarden drauf. Das ist Größe, das ist Stärke. Und das muss er wissen und das macht er. So, die Aktie liegt auf über 1000, liegt heute bei 1200 so und so viel. In 2 Jahren liegt die bei 2000 oder bei 200. Nicht, weil sie gefallen ist, sondern weil sie gesplittet hat, zu 10. Auch da, jetzt fängt die Geschichte erst so richtig bei Amazon an. Denn jetzt hat er diese unglaubliche Marktmacht und kann überall, in allen Bereichen, wo sich das heute noch keiner vorstellen kann, kann da eingreifen. Und das ist ja Wachstum pur. Denn jetzt hat er ja eine Basis, ist ja gigantisch. Auch das haben die meisten gar nicht verstanden. Vielleicht müssen die aber auch mal mehr Steuern zahlen hier in Europa. Ach, wissen Sie, über das Steuerthema darüber zu streiten, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Wenn die Deutsche oder der deutsche Staat darauf schimpft, dass sie zu wenig Steuern zahlen, was macht der deutsche Staat denn alles, wo er woanders keine Steuern zahlt oder deutsche Unternehmen zulässt, dass sie woanders keine Steuern bezahlen? Jeder Staat mogelt. Ja? Oder Angst haben Sie denn, wenn solche Unternehmen so gigantisch groß werden, dass Sie keinen politischen Einfluss mehr drauf haben, dann versuchen Sie sich eine öffentliche Meinung zu holen, indem Sie sagen, es geht immer über die Steuer. Das ist ja ein schlechter Steuerzahler. Und da springt Volk immer drauf an. Wenn du an jemanden nicht weiterkommst, greif ihn über die Steuerbehörde an. Ja. Ja. Ich möchte noch mal etwas anmerken. Wie vorhin war der Einwand, dass andere Unternehmen wie Nokia praktisch zusammengefallen sind. Es gibt aber noch einen anderen Grund, nämlich die sprechen immer davon, Größe und es ist immer größer, aber je größer, umso unflexibler. Da gibt es ja auch Beispiele, die nicht reparabel sind. Ich sage mal, IBM vor 40 Jahren, da hatte die ganze Welt Angst, dass IBM alles beherrscht.
Das sind ähnliche Situationen, die Sie uns jetzt schildern. Ja. Oder General Electric war das Gleiche. Ja. Und warum soll dieses Gesetz nicht auch diese Entwicklung dieser Firmen beeinflussen? Doch, da, Sie haben natürlich vollkommen recht. Das kann passieren, aber auch das wird man rechtzeitig wieder gewahr. Alle diese großen Unternehmen können bei der, ab einer gewissen Größe träge werden. Das ist ja auch das, wo viele dieser Unternehmensführer unglaublich Angst vor haben. Ja? Irgendwann gibt es möglicherweise Aufspaltungen etc. Aber solche Sachen entwickeln sich über Jahre. Und das kriegen wir alle mit. Aber das kriegen wir alles, das passiert nie im Hinterzimmer. Das genau so wie wir alle jahrelang vorher wussten, dass bei der Autoabgasgeschichte gemogelt wurde. Ja. Und jetzt, als es rauskam, haben alle gesagt, weiß doch keiner. Ja, ja. Aber solche Geschichten bei solchen großen Unternehmen, wenn die Wachstumsraten geringer werden, wenn sie nicht mehr so flexibel sind, dazu sind die so transparent, dass es alle mitbekommen und jetzt auch kommunizieren. Und das ist. Aber Sie haben vollkommen recht, natürlich kann das passieren. Da ist kein Unternehmen vorgeschützt. Ja? Aber solange die Geschichten so offensichtlich sind und so klar sind, sollte man als Anleger bei solchen Sachen, die echt risikoarm sind, investiert sein und optimistisch sein, weil er ja Geld verdienen möchte. Wenn man mit zu viel Pessimismus an solche Sachen, was könnte, was wäre wenn? Das ist nicht der Grund, damit darf man nicht investieren, sondern man muss dabei sein, und das beobachten. Und wenn man merkt, das Schiff geht nicht in die Richtung, wo ich das eigentlich gedacht habe, weil die Informationslage ändert sich, dann kann man korrigieren. Na? Also Sie meinen, man muss sich immer rechtzeitig ein Stück vom Kuchen holen, bevor es weg ist? Nee, also man sollte, solange wie ein Pferd galoppiert, sollte man dabei bleiben. Na? Ja, ja, ich sage ja, bevor es weg ist. Jetzt gibt es noch Synergien. Wenn ich mir mal diese beiden Werte anschaue, der schwarze, das ist wieder Netflix. Die rote Linie, das ist Amazon. Wissen Sie, dass Netflix und Amazon kooperieren? Seit einem Jahr? Dass Netflix die Cloud von Amazon benutzt? Komplett? Der gesamte Streaming-Dienst ist auf der Cloud aufgesetzt? Viele wissen gar nicht, wie die alle miteinander kommunizieren. Auch Google mit Facebook und sowas, so viele Sachen. Da sind sich viele ganz einig, die wollen die Welt beherrschen, kontrollieren. Wie weit das alles nachher machbar ist, wir sind ja noch ja komplett an den Anfängen. Die Cloud ist ja noch gar nicht so alt. Ja? Ich bin ja noch groß geworden mit so riesigen Festplatten und Computern. Na? Mit riesigen Lüftern drin. Eine 40 Gigabyte Festplatte gab es vor 25 Jahren gar nicht. Heutzutage kriegt man eine 40 Gigabyte kauft man sich keine Festplatte mehr, da kauft man sich so einen kleinen Chip von SanDisk. Der ist so klein, dass man einen Adapter braucht, damit er in den Computer passt. Also ich habe die ganze Entwicklung ja mitbekommen. Live. Ja? Die meisten, viele von euch sind damit aufgewachsen, die kennen gar nicht mehr die Computer etc., was wir alles so miterlebt haben. Und diese Zyklen werden immer kleiner, immer kleiner. Jetzt nochmal zurück zu Netflix und Amazon. Beides liegt über die letzten 15 Jahre bei ungefähr 20.000%. Das sind nur zwei Werte. Ich könnte jetzt 10 weitere darüber lagern, die alle so aussehen. Und diese Unternehmen haben das alles euch zu verdanken. Ihr seid diejenigen, die Kurse treiben. Also ihr, die Menschen. Und viele von euch sind mitten dabei. Aber keiner von euch hat 20.000% in den letzten 15 Jahren gemacht. Und ihr werdet es auch in den nächsten 15 Jahren nicht machen, wenn ihr nicht denkt wie Unternehmer. Wenn ihr nicht denkt wie die Reichen. Investiere das, was immer läuft. Was alle kennen, was alle machen. Wer von Ihnen hat eine Aktie von Vielmann? Aber warum nicht alle? Vielmann kennt ja jeder in Deutschland. Ne? Jeder, der eine Brille hat, Kontaktlinsen, ein Hörgerät, sollte auch eine Aktie davon haben. Und er sollte auch Optionsscheine davon haben, wenn man sich die Vier-Jahre-Aktie mal anguckt. Die wird euch ja ein Leben lang begleiten. Ich kenne es ja auch mit Alter, wenn man älter wird. Ich trage zum Beispiel Kontaktlinsen. Ja, ohne die wird es schlecht. Das mit neuen Technologien, Lasertechnologie, die Autos, die Augen wieder korrigieren und schon braucht keiner mehr Brille. Ja, so, das klappt, also, das klappt aber nicht bei jedem. Klappt aber nicht bei jedem. Ja, ne? Zum Beispiel, wenn man Alterssichtigkeit bekommt, geht das gar nicht. Ja. Ja? Geht nur einmal. Geht nur einmal, das ist nie. Ja, also das ist nicht ganz so einfach. Aber
wir alle, wir wollen älter werden, wir werden älter und wollen beim Altwerden auch so viel Gesundheit wie möglich haben, also das so gut wie möglich haben, Wir brauchen Sehhilfen, wir brauchen Hilfen etc. Und die Nummer 1 in Deutschland ist Nummer Fehlmann und er macht ein gutes Geschäft. Er ist aber schon 80 Jahre. Ja, aber er hat einen Sohn. Er hat aber einen Sohn und eine Tochter. Na? Und sein Sohn übernimmt das ja schon alles. Na, auch das ist Unternehmer. Ich bin es genauso. In meinem Unternehmen, mein Sohn übernimmt auch all meine Unternehmen. Ja, also da sorgt man rechtzeitig vor, das passiert nicht von heute auf morgen. Mein Sohn ist schon seit 5. Lebensjahr dabei. Der weiß genau, wie die Börse funktioniert. Und im 5. Lebensjahr hat er zum ersten Mal eine Aktie gekauft. Sony. Weil er sein erstes Spiel gekauft hat. Ja? Zum Beispiel Kinder, die gerne spielen. Damals von der Kinderfinger mit Gameboys an, gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ja? Und das, was man ihnen zu Weihnachten schenkt, da sollte man ihnen gleich sagen, hier, da ist ein Unternehmen dahinter, das ist so und so, und da gibt es Aktien drauf, du kannst dich an das Unternehmen beteiligen. Und wenn ein Kind mit 5 Jahren schon so eine kleine Beteiligung von den Eltern bekommt und die Eltern zeigen das immer, guck mal, jetzt hast du dir das neue Spiel gekauft, das ist von Electronic Arts, das ist von Activision Blizzard etc. Nach ein paar Jahren sind die Aktien sehr viel wert. Und wenn das Kind dann irgendwann später 16, 17, 18 ist und das will studieren, studieren kostet viel Geld und wird in den nächsten Jahren immer mehr Geld kosten, ist Geld da. Aber wer erinnert sich noch an solche Unternehmen wie CBM, Commodore Business Machines, die mal so der Halbleiter war, der C64, mal der gebräuchlichste Rechner und weg, ausgelöscht. Ja, deswegen, aber das passiert nicht über Nacht. Und das ist auch nie ein Argument, nicht irgendwo investiert zu sein. Wandel ist immer da, Wandel ist ganz wichtig. Aber viele Trends, wie gesagt, werden uns überdauern. Und wenn man in so Techniken, also zum Beispiel jetzt in den nächsten Jahren in Werte drin ist, die Gesellschaft verändern werden, die Welt verändern wird, da wird es viele Unternehmen geben, die werden 4-5 Jahre boah, so abgehen und dann werden sie in eine Versenkung gehen. Entweder werden sie übernommen oder es funktioniert doch nicht, weil durch neue Techniken, es verschiedene Techniken gibt, zum Beispiel, Sie sehen das in Europa mit der ganzen Mobilität, mit den Ladestationen, gibt es die verschiedensten Systeme, die werden nicht alle überleben. Letztendlich wird nur einer überleben davon. Wir müssen sich auf ein System einigen, weil der Kunde will nachher nicht, wenn er mit einem Elektroauto über die Autobahn fährt, an jeder Tankstelle eine andere Kreditkarte benutzen, ein anderes Ladesystem haben. Nein, das wird langfristig ein. Aber im Moment gibt es ein Dutzend. Also wer ein Elektroauto hat und mal quer durch Deutschland fahren will, der kriegt die Krise. Ja? Ich lebe auch in der Schweiz. In der Schweiz ist es ganz einfach. Ein System, wunderbar. Da kannst du mit dem Tesla komplett durch die Schweiz hin und her fahren. Ja, dafür reicht ja die Batterie so groß. Genau. Genau. Aber Luxemburg wäre noch besser. Das wäre noch besser. Warum müssen die Deutschen und die Franzosen auf einmal auf die Idee kommen, ich mache mal mein System, ich mache mein System, der macht sein System, der macht sein System und auch verschiedene Abrechnungssysteme? Das haben die gemacht, weil die deutsche Autoindustrie diese Adapter herstellt, damit die Ausländer aus der Industrie rausnehmen. Du sagst es, ja. Mal sehen, wer langfristig dafür bestraft wird. Ne? Weil letztendlich wird der Kunde siegen, weil er nur ein System braucht. Ja? Aber ist ärgerlich. Und nochmal hier zurück. Es gibt also immer wieder neue Megatrends, so wie Netflix, die überholen alte Trends und haben das, was wir in den Trends über die letzten 10, 20 Jahre bei Amazon, Apple, Google etc. gesehen haben, haben die erst noch vor sich. Denn haben die den Markt weltweit schon erobert? Nee. Nein, sind ja erst an den Anfängen. Aber die machen schon gigantische Gewinne. Und die Kunden, die erst einmal da sind, die laufen überhaupt nicht mehr weg. Weil die bieten ja etwas an. Das, was die da jetzt an Serien seit einiger Zeit alles anbieten, das sind ja die Knaller. Die Leute sind ja süchtig danach. Die gucken sich ja nicht, wenn eine Serie mit 7 Folgen kommt, die gucken sich jetzt auf einmal an. Dann sitzen sie 4-5 Stunden vom Fernseher, weil es alles so total spannend ist. Bis das Haus auf Grad zusammenfällt. Oder? Bis das Haus auf Grad zusammenfällt, ja. Ja. Aber auch das werden ihnen natürlich nicht schaden, weil die ja noch viele andere Sachen haben. Ne? Also vor vielen, vielen Jahren hätte das schaden können. Wenn das nur die einzige Serie gewesen wäre, dann wäre das doof gewesen. Ne? Ja? Gut, aber wie gesagt, Netflix ist ja nur einer von vielen Streamingdiensten. Aber auch da kann sich ja wieder so herausbilden, wer da der Marktführer wird. Also Netflix ist ja jetzt, glaube ich, Marktführer, oder? Ja, Netflix ist. Die Konkurrenten werden da dann ziemlich... Genau, also ich investiere grundsätzlich immer in den Marktführer und die zweiten und dritten. Ja? Weil
Man weiß nie, wie lange Marktführer bleibt, aber die ersten drei haben schon mal gezeigt, dass sie alles andere hinter sich lassen. Und wenn der erste so groß ist, dass der dritte einen weiten Abstand hat, besteht für den dritten natürlich ein Riesenpotenzial, an den ersten ranzukommen. Also man sollte in allen Bereichen so machen. Ich ist immer grundsätzlich, bin ich immer bei den ersten dreien dabei. Es gibt die kleinen Ausnahmen. Das ist aber für den normalen Anleger ganz schwierig. Junge Unternehmen, ich rede heute nur über bestehende Unternehmen, die schon einen Trend haben und der Trend sich ausweiten wird. Wenn man jetzt reinschaut, was auf der Welt alles passiert, es gibt hunderte von jungen Unternehmen, die in die neuen Techniken investieren. Da kann es dir passieren, dass du in ein Unternehmen investierst, das macht 200-300% für 3-4 Jahre hintereinander. Ja? Also der kann zwar eine Bildfläche weg sein. Oder es gibt ein Unternehmen, das macht im einen Jahr 500-600%, weil es die Idee dahinter hat. Aber das war es dann aber auch. Weil dann ein anderer kommt und sagt, du gehörst jetzt mir. Für einen normalen Anleger ist es schweineviel Arbeit, herauszufinden, wie lange kann ich in so ein Unternehmen... investieren kann jeder, aber wann gehe ich raus? Da fehlt mir einfach das gesamte Analysespektrum. Deswegen ist es nicht verkehrt, für einen normalen Anleger sich die Dickschiffe zu nehmen. Weil da kann gar nichts schief gehen. Und im Zweifel kaufen die sich immer die jungen, kreativen Unternehmen auf. Ja? Und wenn er sagt, ich bin mit der Dynamik der Kursentwicklung nicht zufrieden, ich möchte mehr Prozente haben, dann kann er diese Dickschiffe sich in Option verkaufen. Da holt er sich den Spaß bei raus. Aber riskant ist es, in diese jungen, aufstrebenden Unternehmen, die man momentan auf jeder Messe auf der Welt sehen kann, die die Innovationen der Zukunft bringen, ob das Robotik ist, aus dem autonomen Fahren etc., da sich ein Portfolio zusammenzubasteln, boah, Schweinearbeit. Ist das schon für die Profis schwer? Weil du gehst heute auf eine Messe und 3 Tage später auf eine Messe, fühlst du schon wieder komplett neu sein. Der Wandel ist da und die Innovation ist momentan. Es ist irre, was sich da. Die meisten denken drüber, die wissen gar nicht, was da eigentlich alles geht. Wisst ihr, dass in Dubai schon das erste Lufttaxi geflogen ist? Ja. Und dass ab Januar dieses erste Lufttaxi autonom fliegen wird, da einen Monat lang, mit einem Piloten drin, um dann zu funktionieren? Also da passiert so wahnsinnig viel. Langfristig gedacht, alle gehen immer noch davon aus, dass der Verkehr in 50 Jahren hauptsächlich noch auf der Straße stattfinden werden. Es gibt andere Visionäre, die sagen, der größte Teil des Verkehrs wird nicht mehr auf der Straße stattfinden. Reifenhersteller wird es nicht mehr geben. Übertrieben. Ja? Viele gehen davon aus, das größte Problem bei der Autofahrt ist der Rollwiderstand. Den braucht man aber gar nicht mehr, wenn man in einem Schwebezustand kommt. Die Idee ist ja schon uralt, vor 50 Jahren. Ja, das ist uralt. Ja. Umsetzen war es halt schwierig. Das Umsetzen ist schwierig. Ja, ich glaube, nächstes Jahr soll auch das erste Flugauto in Serie geben oder sowas. Mhm. Also es gibt auf der Welt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ihr wisst gar nicht, in welchem Zeitalter wir leben. Das ist sowas von spannend. Viele sagen, die Börse, die muss demnächst einfach mal korrigieren. Ne? Aus ökonomischer Sicht. Modell, rauf, runter, rauf, runter. Warum muss die Welt sich immer nach einem Modell richten? Und warum, ja, wir leben in gewissen Zyklen, wir haben Ebbe, Flut, wir haben Tag, Nacht, wir verhalten uns auch alle so, ja, ist richtig, aber der Zeitzyklus, der hat sich im Laufe der Geschichte immer mal verändert. Und so kann es sein, dass wir den Bullenmarkt, den wir jetzt seit 2009 sehen, obwohl ja die ersten Jahre so gut wie keiner in dem Markt war, weil es war eine Krise und keiner erkannte, dass das der Bullenmarkt ist, das waren ja nur wenige da, dieser kann noch 10 Jahre weitergehen. Was spricht denn dagegen? Wenn wir die ganze Aufbruchstimmung auf der Welt sehen, wenn wir sehen, wie die Unternehmen sich neu positionieren, was da alles neu gemacht werden muss, da entstehen Werte und Wertschöpfungsketten, das hatten wir in den letzten 30 Jahren gar nicht. Das ist sowieso Nachkrieg, neu aufbauen. Es wird ja alles neu gemacht. Vieles Gewohntes verschwindet, das können wir alles nicht verändern. Es wird so vieles neu gemacht, neu entwickelt, neu gedacht. Und wenn man sagt, ja, das kostet ja Geld. Ja, aber die Firmen, die da ganz oben stehen, die haben Geld bis zum Abwinken. Meinen Sie nicht, dass dieser Bullenmarkt vor allem auch betrieben wurde durch das billige Geld? Ja, das stimmt. Aber nicht für alles.
Diese Werte, die ich gerade alle gezeigt habe, zum Beispiel hier, 2009, 2010, sieht man gar nichts davon. Ich habe eine Nestle gezeigt, ich habe die anderen Werte, die ich gezeigt habe, eine Coca-Cola. Das waren alles Unternehmen, die hatten vorher schon ihre Trends und ihre Geschäftsmodelle waren intakt. Die sind nicht von der Finanzkrise, von dem ganzen vielen freien Geld, was dann nachher Umfluss kam, sind sie nicht mit hochgetrieben worden. Wenn man das analysiert, stellt man fest, dieses Drittel, was schon immer stark war, hat nur einen kleinen Peak bekommen. Das Rest, der zweite Drittel, der nicht stark war, der ist angehoben. Und zwar massiv. Also ich rede mal von den Losern. Die sind richtig hochgehoben worden. Und diese Loser werden auch alle wieder auf die Schnauze fallen, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, die Zinsen in den USA werden immer weiter kontinuierlich angezogen. In Europa werden wir irgendwann hinterherkommen. Und dann kommt dieser Umbruch. Dann werden all diese, die hochgetragen worden sind, aber substanziell keinen Mehrwert bringen, die werden alle wieder runtersinken. Eine Coca-Cola, eine Nestle, eine Apple, eine Amazon, völlig unbedarft, die werden weiterhin ihre, das sind ja intakte Geschäftsmodelle. Die überstehen alle Krisen, die werden auch weiterlaufen. Aber die restlichen, die werden alle runtergehen. Das wird, meiner Meinung nach, ist, wird das so in Etappen, aber so heftigen Etappen gehen. Und das wird so treppenweise gehen. Dann gibt es mal einen richtigen Schwung, dann machen die Börsen. Was passiert natürlich Folgendes. In dem Moment, wo die Investoren das alles so wahrnehmen, die Großen, die auch im Anleihemarkt tätig sind und sowas, und die merken, so, die Amerikaner sind jetzt mit den Zinsen da und da, jetzt kommen die Europäer, jetzt verknappert sich das Geld alles. Jetzt muss ich wieder das Geld aus dem Aktienmarkt rausnehmen, aus den Werten, die wirtschaftlich mit ihrer mit ihren Geschäftsmodellen nicht so tragend sind, dass ich da langfristig Gewinne machen kann. Das macht denn nicht ein Investor, sondern viele, wie ich das erstens erzählt habe, auch die Fonds werden es dann machen. Und dann gibt es so, paff, dann geht der DAX mal wegen 1000, 2000 Punkte in 3-4 Tagen runter. Dann wird er sich da wieder ein bisschen von berappeln und dann geht die nächste Treppe. Denn was sie nicht machen werden, das können sie nämlich nicht, sie können nicht ihr gesamtes Kapital, was sie in diesen Werten, die eigentlich nichts wert sind, in Anführungsstrichen, außer Dividenden zahlen, können Sie nicht auf einmal rausnehmen. Das geht über einen ganz langen Zeitraum. Das wäre das Treppenmäßig passieren. Die großen Trendfolger, die werden da nicht von betroffen sein, weil die wollen ja das Geld, was sie dort rausnehmen, wollen sie ja weiterhin am Kapitalmarkt investieren und eine hohe Performance bekommen. Das fließt also in den Kapitalmarkt wieder zurück, aber in den Werten, wo intakte Geschäftsmodelle sind und dementsprechend Gewinne erzielt werden und dementsprechend werden da die Aktienkurse weiter auch weiter steigen. Und dann wird es möglicherweise so sein, dass diese Werte eine gewisse Dynamik kriegen, was ich eigentlich nicht so gut finde. Ja, ich mag es lieber kontinuierlich, ich mag dieses schnelle Rauf und Runter, das korrigiert sich mal regelmäßig. Ja, aber das werden wir die nächsten Jahre definitiv sehen. In dem Moment, wo in Amerika die Zinsen 1,5 oder 2% sind und wir Deutschen bei 0,5, also Europa 0,5 und 1%, dann beginnt das alles. Wenn nicht sogar schon früher. Und es wird ja auch immer die Frage gestellt, die ganze weltweite Verschuldung, wie soll das alles funktionieren? Das sind ja diese Pessimisten, die einfach nur die eine Seite rechnen und die andere Seite nicht berechnen, was für Werte dagegen stehen. Die gesamte Weltverschuldung ist ein Peanut gegenüber das gesamte Weltvermögen. Aber ich kann natürlich ein Volk, dem ich etwas aufsuggestieren will, dass es die Zeche zahlt, das nicht so genau sagen. Ja? Die Deutschen sind sowas von vermögend. Die Verschuldung, die wir haben, wir brauchen nur 10% unseres Gesamtvermögens, noch nicht mal 10% unseres Gesamtvermögens, was die Deutschen haben, und die deutsche Verschuldung wäre weg. Da macht sich ja nie einer Gedanken drüber. Ja? Es werden aber Ängste suggestiert in diesem Land, schon immer. Geht natürlich auch, man muss eine Masse im Zaum halten, man muss eine Masse führen, nennen können. Ist auch ganz legitim. Ja? Wer das weiß, hat da keine Angst vor, versteht das auch. Übrigens, all diese Unternehmen, von denen ich gerade gesprochen habe, sind nur ein Bruchteil. Ich betreue weltweit 140 Trendfolger. Ja, in die man ein Leben lang investieren kann. Ich habe in den letzten 30 Jahren insgesamt 18 Trendfolger aus meinem Depot rausgenommen, durch neue ersetzt, von 140, nur 18.
Da waren zum Beispiel so eine Werte bei wie eine E.ON. In der RWE. Gary Weber. Gary Weber. Ja. Diese Unternehmer, die solche Unternehmen führen, die haben einen Vorteil gegenüber einer Politik übrigens. Die müssen nicht gewählt werden, denen gehört das. Politik muss gewählt werden, muss nicht meinen und so. Unternehmer müssen auch sowas keine Rücksicht nehmen. Das ist denen ihr Vorteil, deswegen können die langfristig über viele, viele Jahre denken. Ein Politiker kann doch nur für 4 Jahre denken. Aber in den letzten 30 Jahren müssten doch Umweltaspekte mit berücksichtigt werden bei Unternehmen. Da ist ja der Gedanke der Umwelt gewachsen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten 30 Jahren vielleicht der Gedanke der Ethik und von ethischem Handeln eben doch die Fairtrade und sowas eben auch mal eine Rolle spielen wird. Ist auch alles da. Ethik ganz besonders. Weil wir kommen jetzt in einen schwierigen Bereich. Da habe ich gar nicht drüber geredet. Biotech. Ja. Das würde jetzt den ganzen Rahmen sprengen, aber Sie haben vollkommen recht. Da gibt es so viele Kommissionen, so viele Menschen, die sich über Ethik über Gedanken machen, auch mit Robotik und all so etwas. Ja, das wird uns alles begleiten. Aber glauben Sie mir, wir Menschen sind lösungsorientiert. Und wir werden Lösungen finden. Und alle, die optimistisch sind, werden die Welt verändern. Die Pessimisten, das ist ein Mist auf dem Nichts wächst. Ja, und genau diese ganzen Angstmacher, die ihre Bücher verkaufen, es gibt einen Crash etc., die verdienen nur das Geld, weil das Buch gekauft wird. Die bringen den Menschen keinen Mehrwert, wie man an der Börse Geld verdient. Wir alle sind an der Börse, um an der Börse Geld zu verdienen. Das ist legitim und wir wollen viel Geld verdienen, wir wollen kein Geld verlieren. Und das ist legitim, wenn man sagt, ich will 30% pro Jahr im Schnitt verdienen oder 50. Ich muss nur wissen, wie ich es mache. Die Reichen wissen das alle. Gucken Sie sich das von den Reichen ab, dann können Sie genauso viel Geld verdienen. Sagen Sie nicht, ja, dann brauche ich erstmal viel Geld, um das verdienen zu können. Nein, man kann auch mit Kleingeld anfangen. Auch jeder Student kann anfangen mit 300 Euro. Wenn ich jedes Jahr 300 Euro, 30% mache, können Sie sich ausrechnen, was da 20 Jahre daraus geworden ist. Derjenige, der ein Kind bekommt, wenn er Kinder braucht, Pampers, Kinder brauchen Kindernahrung, wenn er sofort, er kriegt ein Kind, er kauft sofort von Procter & Gamble eine Aktie und kauft von Nestle eine Aktie. 18 Jahre lang die Aktien halten und jedes Jahr einen Optionsschein drauf kaufen, der mindestens 18 Monate läuft. Dann ist das Studium und das erste Haus fürs Kind gesichert. Denn alle Kinder müssen in die Windel. Und alle Kinder müssen essen. Und nachher die Erwachsenen. Und die Erwachsenen müssen später wieder. Komisch, der Kreis schließt sich. Ja? Also es sind so gewisse Sachen. Die Börse ist nicht schwierig, der Kapitalmarkt ist nicht schwierig. Es gibt Grundverständnisse. Man muss nicht studiert haben, um das zu wissen. Das ist ganz einfach gesunder Menschenverstand. Eigentlich sind die Hausfrauen die besten Investoren. Die wissen genau, was sie brauchen, was der Haushalt braucht. Wenn sie sich daran orientieren und davon die Aktien kaufen, das funktioniert immer. Diejenigen, die an komplizierte Produkte verkaufen wollen, die verdienen daran, aber derjenige, der sie kauft, der verdient daran nicht. Ne? Die Reichen, die wollen nichts Kompliziertes. Die wollen das ganz einfach, simpel und einfach erklärt haben. Die haben nämlich keine Zeit, sich mit komplizierten Sachen auseinanderzusetzen. Und die wollen es sehen und verstehen. Die wollen es anfassen können, nach Möglichkeit, und begreifen. Ja, na klar, das brauchen die Leute alle. Also bin ich auch dabei. Ah, das ist der neue Trend, kann ich das Unternehmen kaufen? Smile. Alles legitim. Ja. Was die Reichen nie im Leben machen, sie setzen nicht auf Verlierer. Sie verkaufen nie leer oder mehr gesagt, kaufen keinen Put. Nie. Nie im Leben machen sie das. Weil sie setzen nur auf Gewinner. Weil du kannst nur mit Gewinnern reich werden, weil ein Unternehmen kann 30, 40, 50 Jahre an der Börse oder länger immer noch steigende Kurse haben. Ein Unternehmen kann nicht 30, 40, 50 Jahre lang nur fallen. Wo ist denn Schluss? Nach einer gewissen Zeit ist sowas insolvent. Das dauert keine 30, 40, 50 Jahre. Ja, ein Unternehmen kann 30, 40, 50 Jahre lang seitwärts gehen. Das geht. Ja? Eine Börsenweisheit ist, nur Verlierer gehen short an der Börse. Nur Verlierer. Also habe ich noch 2 Geschichten mitgebracht, ganz kurz aus Deutschland. Da ringt schon die Zeit, ist langsam rum. Auch die Deutschen sind ja nicht doof, ne? Die setzen ja auch auf die moderne Technik, auf das, was oft in der Zukunft auf uns zukommt. Kennt jemand das Unternehmen Bechtle? Bechtle. Ja. Das ist ein IT-Unternehmen, das fertige IT-Lösungen herstellt für die Industrie.
etc. Nur als Beispiel, die haben vor kurzem ihre Zahlen bekannt gegeben, ist ein sehr gesundes Unternehmen, extremes Wachstum, hat die Jahresausblick angehoben. War der Bruch die Hütte wenigstens Gutes. Ja, diesen ganzen Bereich, wie gesagt, IT-Bereich mit Cloud, mit Robotik, mit all dem Bereich, komplett Lösung für die Industrie tätig. Das ist ein Unternehmen, auf das man weiterhin setzen kann. Es ist ein deutsches, sehr gesundes Unternehmen. Man muss damit rechnen, dass in den nächsten 2 Jahren da jemand kommt und sagt, tschüss, du gehörst mir. Die Anfragen gibt es bereits. China steht ganz oben an erster Stelle. Das erste Angebot war bereits im September da. Dann gibt es ein zweites Unternehmen. Kennt jeder Continental? So sieht die Continental-Aktie seit 2002 aus. Das war die Finanzkrise mit der unglücklichen Übernahme. Das ganze Geschäft, da konnte man sehen, was die Ersten auch gesagt haben. Wenn managementmäßig etwas falsch läuft, dann kommt man noch die Börse dazu, dann kann einem so etwas passieren. Aber das Unternehmen war natürlich kerngesund, hat Substanz, hat sich aus all dem wieder rausgerappelt. Wer damals Vertrauen dazu hatte und da reingesetzt hat, hat viel Geld verdient. Jetzt ist das natürlich alles Schnee von gestern. Wer heutzutage sich Continental anguckt, Continental hat sich verschrieben, die Zukunft mitzugestalten. Die setzt auf die moderne Technik beim autonomen Fahren. Das sind keine reinen Reifenhersteller mehr. Und wenn man ihnen zuhört, ich war vor kurzem bei denen gewesen, da kam auch das Thema auf, Reifen haben keine Zukunft. Langfristig wird es die nicht mehr geben. Was auch immer langfristig bedeutet. Ja? Aber das ist nicht mehr ihr Kerngeschäft. Die diversifizieren massiv in Sensorik etc. Ein Unternehmen, in dem man getrost investieren kann. Gefahr besteht natürlich bei Continental auch wieder, dass jemand kommt und sagt, will ich haben. Wir stehen ja sowieso, die Deutschen, auf der Einkaufsliste. Ja? Das müsste schon ein ganz schöner Gigant sein, um Continental zu kaufen. Oder? Ja, aber geh mal nach Asien. Da kommen welche und sagen, ich habe ein bisschen Taschengeld. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Also viele deutsche Unternehmen, was viele noch gar nicht wissen, haben schon ganz viele Angebote aus Asien. Vieles abzusickert das ja durch. Ne? Aber es ist ganz viel auf her. Und das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Ja? Ist übrigens, beide Werte sind momentan sehr interessant mit Optionsschein zu begleiten. Ich mache das seit einiger Zeit, ich gebe so Optionsschein extra Geschichten raus. Wir haben so alle 8 Monate 100% mit denen gemacht. Mach es wie die Reichen, denke groß und denke langfristig. Ja, groß denken, nur wer groß denkt, kann weit kommen. Wer nicht groß denkt, kann auch nichts erreichen. Und wer langfristig denkt, erreicht immer etwas. Im Grunde genommen kennen Sie das alles, jeder kennt das, ne? Jede Familie kennt das, wo ein Kind geboren wird. Man denkt langfristig. Die ganze Entwicklung ist langfristig. Die Schule ist langfristig, das Studium ist langfristig. Alles, wir sind es eigentlich gewohnt, langfristig zu denken. Und dann geht man an die Börse und dann wird der Zeitraum nach unten gedrückt. Das ist eigentlich völlig falsch. Genauso weiterhin langfristig denken, entspannt denken. Was macht das Großkapital? Herr Hofer, wie ist Ihr Investitionsverhältnis Aktie zu dem entsprechenden Optionsschein dazu? 10 zu 90. Also, ich habe 10% Aktien, 90% Optionen weltweit. Warum? Ich kann gar nicht so viele Aktien kaufen. Sagen wir mal, ich erkläre es Ihnen anders. 2005 habe ich einen Börsendienst rausgegeben, der heißt Profis Trend Depot. Ich bin mit 30.000 Euro gestartet, habe 20.000 Euro in 20 Aktien gehabt, zu je 1.000 Euro und 10.000 Euro in 10 begleitenden Optionsscheinen. Jetzt liegen wir bei 2 Millionen. Wir haben nie Geld zugeschossen. Die beiden Aktiendepots sind zusammen 150 oder 180, weiß ich gar nicht. Und die Optionsscheine bei 1,9 Millionen. Das heißt, mit der Zeit, was vorher pari war, so ungefähr, das Aktienniveau ist natürlich auch durch Splits und all sowas und durch gestiegen, aber die Optionsscheine wachsen natürlich unverhältnismäßig. Die Laufzeiten dieser Optionsscheine, ne? Ja, wenn ich jetzt Optionsschein auswähle, ist die Laufzeit meistens 14, 18 Monate. Das heißt nicht, dass ich sie dann verkaufe, ich kann sie auch schon früher verkaufen und nehme den nächsten. Ne? Und das mache ich regelmäßig. Mein Leben lang. Ich mache das seit 30 Jahren. Im Börsendienst mache ich das, ich bin ja erst seit 2005, hat man mich gefragt, ob ich das, was ich mache, nicht mehr öffentlich zeigen.
sollte. Und deswegen habe ich seit 2005 den ersten Börsendienst rausgegeben. Mittlerweile habe ich weltweit ein paar Dutzend und in allen Sprachen und mache überall das Gleiche. Wer mich bei Facebook verfolgen will, das heißt Office Newcomer, ich habe 2011 4 Studenten und Anfänger einen Börsendienst rausgegeben, 3.000 Euro Investitionskapital, in jedem Wert 300 Euro, das sind 5 Aktien mit 5 geplanten Optionsscheinen drin. Sind sie jetzt 16.000. Eine Frage, wieso nicht Optionen, wo sie auch selber überzeugt sind, dass sie eigentlich besser sind? Ja, in Amerika kann ich die Optionen alle kaufen, in Deutschland, wie gesagt, braucht jemand, der Optionen kaufen möchte, Termin, Geschäftsfähigkeit und... Aber in Amerika könnten sie die ja kaufen, das heißt, wenn... Klar, wer in meinen US-Börsendienst reingeht, kann auch Optionen kaufen. Ach so ist das gemeint. Ja, ja. In Deutschland einen Börsendienst mit Optionen anzubieten, mache ich nicht, weil jeder muss bei seiner Bank erstmal die Regularien klären, dass er es überhaupt darf und machen kann, etc. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt seit über 30 Jahren mit Deutschen, ich bin vor 30 Jahren mit Investmentclubs angefangen. Ich kenne den Deutschen, wie sein Anlagehorizont ist, wie er denkt. Es ist dann so, sie sind alle gierig und Gier ist völlig ungesund und die Lebensphilosophie, die ich habe, können die wenigsten nichts tun und viel erreichen. Ich tue wirklich wenig. Ich reduziere meine Börsenzeit auf ein Minimum, weil ich leben will. Dazu habe ich die richtige Strategie. Ich gehe nur in gesunde Unternehmen und die begleite ich mit Hebelinstrumenten. Das ist das Sicherste, was man machen kann. Ich brauche nicht den Tipp oder das Besondere oder der könnte in den nächsten Jahren so und so viel steigen. Ich bleibe bei meinen Werten. Ich habe seit 30 Jahren mein Portfolio. Wie gesagt, 140 betreue ich weltweit. In den letzten Jahren habe ich 18 Stück auswechseln müssen. Ich weiß gar nicht, wie viele Hunderttausende von Optionsscheinen und Optionen ich weltweit schon gekauft habe und wieder verkauft habe. Das kann man nachher gar nicht mehr aufrechnen. Wie gesagt, wenn Sie auf Facebook-Seite sehen, da habe ich vor kurzem so ein Beispiel gezeigt, was wir da bereits bei Apple gemacht haben. Wie oft wir da einen Apple-Schein. Mit 300 Euro sind wir angefangen. Wie oft wir den gerollt haben. Und das machen wir. Dieser Börsendienst geht 25 Jahre. Kostet 149 im Jahr. Sie gehen immer auf steigende Kurse. Nur! Ich bin Gewinner. Gewinner gehen nur zu Gewinnern. Ich bin kein Verlierer. Ich beteilige mich nur an Siegern. Jeder Vermögende macht das. Jeder Vermögende beteiligt sich an Siegern. 2000 gemacht. 2000? Meine Finanzkrise? Ja, 2000. Achso, 2000 war ich. Natürlich war ich an der Börse, aber nicht, am neuen Markt war ich überhaupt gar nicht. Der einzige Wert, den wir hatten in dem Punkt, war Solamund. Der Zeitlag. Und da sind wir rausgegangen, bevor die zusammengebrochen ist. Ansonsten, neuer Markt hat mich überhaupt nicht interessiert. Warum? Ich bin Wirtschaftsberater und als erstes, was ich mache, ist, ich muss Unternehmen fundamental beurteilen. Ich bin seit nur mal das Beispiel, in Facebook bin ich ja seit Anfang dieses Jahres drin, weil ich brauche einen 5-Jahres-Zeithorizont, wo ich ihn bilanztechnisch beurteilen kann. Wenn ich das zur Verfügung habe und dann mein System, mein Trendfolgesystem, sagt, das Unternehmen ist kerngesund, da kann ich investieren, dann tue ich das. Ich bin zum Beispiel alles, was neu auf den Markt kommt, so wie jetzt wie Twitter, Snap und wie sie heißen, bin ich überall nicht investiert, weil ich kann das Unternehmen nicht beurteilen. Erst wenn ich ein Unternehmen beurteilen kann, investiere ich. Auch in der Finanzkrise war ich ja mit Optionsscheinen überall drin. Da sind wir ganz ruhig rausgegangen. Dann waren wir 9 Monate lang nicht am Markt. Mit den Aktien ja, mit dem Optionsschein nicht. Das ging nicht. Weil die Volatilität war ja bei 80. Und als die Volatilität dann wieder runtergekommen war, in einem erträglichen Rahmen, sind wir langsam wieder eingestiegen. Darf ich nochmal eine andere Frage stellen? Sie haben ganz kurz die Überschuldung der westlichen Welt angesprochen, die ja dramatisch gestiegen ist. So sieht es wenigstens aus. Vor allem Japan vorweg, aber also wir marschieren ja hinterher, selbst Deutschland, obwohl wir uns hohe Steuereinnahmen haben, wird die Verschuldung gar nicht wesentlich reduziert. Wie geht die Verschuldung weiter? Ist da ein Crash zu erwarten oder werden wir damit leben? Nee, da werden wir definitiv mit leben, solange die Gesellschaft nichts sagt. Und wie gesagt nochmal, die Verschuldung ist nur die eine Seite mit der Medaille, auf der anderen Seite ist das die Gesellschaft dermaßen vermögend, dass wenn die Politik ein Problem bekäme, wenn die Wirtschaft zum Beispiel nicht mehr laufen würde, dann würde die Politik die Gesellschaft in die Pflicht nehmen. Das würde sie machen, definitiv. Die Verschuldung in Deutschland geht aber doch seit Jahren sukzessive zurück. Ja? Darunter leiden wir ja, es wird ja nicht mehr investiert in Infrastruktur. Das merken wir ja auch ganz gewaltig. Das ist wieder, wo die Politik der Bevölkerung wieder sagt, ach, guck mal, wir reduzieren das. Es ist grundsätzlich falsch. Man muss nämlich immer die beiden Gegenpols sehen.
was ich erstens gesagt habe, das Gesamtvermögen der Deutschen, 10% davon, die gesamte deutsche Verschuldung ist. Natürlich, wenn die Politik das sagt, liebe Deutschen, jeder gibt 10% seines Vermögens ab, dann wird die Politik sofort rausgejagt werden. Logisch, ne? Will ja kein Deutscher. Warum sollte ein Staat entschuldet sein? Macht keinen Sinn. Macht überhaupt gar keinen ja, Sinn. Ja, ist halt die Frage, ob das dann so nach hinten losgehen kann, wie Argentinien und Griechenland zum Beispiel. Da gibt es gar keine Vergleiche zu, wenn man sich die Volkswirtschaften anguckt, dann sieht man den himmelweiten Unterschied. Deswegen dieses Denken, auch wenn das so wie bei denen, dann muss man erst mal gucken, was ist bei uns das Bruttoinlandsprodukt, wie raus entsteht das Bruttoinlandsprodukt und was war damals in Argentinien? Dann sagt man, oh, das sind Äpfel und Beeren, die kann ich gar nicht miteinander vergleichen. Na, was ist die Wirtschaftskraft eines Landes, was ist die Wirtschaftskraft eines anderen Landes? Da muss man genau hingucken und dann darf man da keine Angst machen. Ja? Das heißt, das Thema Inflation, das sehen Sie überhaupt nicht, weil wir haben ja jetzt schon 70 Jahre lang keine Inflation gehabt, während wenn Sie zurückgucken, die hunderte Jahre zurück hatten wir praktisch alle 50 Jahre Inflation. Währungsreform, Hyperinflation. Ja. Ja, doch, das Thema Inflation, natürlich, das ist blöde. Ne? Währungsreform, also totaler Stand. Nö, gibt es keinen Grund für. Muss es ja irgendwelche Argumente für geben, die wirtschaftlich tragbar sind, die sehe ich überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ne? Das heißt, wir beginnen eine Neuzeit, denn in der Vergangenheit gab es ja diese Währungsreform, alle 30, 40 Jahre. Ja, gab es mal, aber dazu findet sich Europa zum Beispiel auch in einem kompletten Umbruch. Und da ist das überhaupt nicht ersichtbar, dass da etwas kommen kann. Da gibt es im Moment gar keine Argumente für, warum da etwas passieren sollte. Nee. Dazu ist die ganze Welt einfach zu sehr im Aufbruch. Wie ist Ihre Meinung zur digitalen Währung, Bitcoins und der... Die wird es definitiv, da passiert jetzt zum Beispiel so etwas, ein Riesenhype, immer mehr digitale Währungen kommen da. Wer sich nachher durchsetzen wird oder welche, wie viele sich durchsetzen, weiß man nicht. Dass die nicht mehr vom Tisch kommen, ist ganz logisch. Dass sie eine Gefahr für die Staaten sind, ist auch ganz logisch. Der Staat kann Kryptowährungen nicht kontrollieren. Das ist eine freie Bewegung. Ne? Der Staat hat keinen Einfluss mehr drauf. Der Staat hat jetzt riesen Angst, jetzt überlegen sie schon, oh, wie können wir da irgendwas regulieren? Oh, geht ja gar nicht, können wir gar nicht regulieren. Das ist ein ganz heißes Thema. Investieren wir da auch? Ja, klar, in kleinen Bereichen sind wir überall an. Alles, wir testen ja auch. Ne? Mache ich mit meinen Firmen, um zu sehen, wie was funktioniert, etc. Es ist so, Kryptowährung ist die Zukunft. Die anderen Währungssysteme werden nicht weggehen, aber man muss langfristig denken, das ganze Bezahlsystem auf dieser Welt wird sich verändern. Mhm. Wir wachsen an eine komplett digitalisierte Welt hinein und dass sich da was Neues entwickeln muss, dass da ein Hype gibt, dass es dann einen Zusammenbruch geben wird, weil sich das orientieren muss, was bleibt davon übrig und dann geht es in die richtige Wachstumsphase hinein. Wir sind gerade in so einem Wahnsinnszeit bei der ganzen Kryptowährung. Ne? Ist eine spannende Geschichte. Ist das der Hebel zur totalen Kontrolle wie in China, dass man ohne legitimiert zu sein überhaupt nicht mehr kaufen kann, keine Bank? Nein, ohne ein Handy, ja. Ohne personalisiert, kann ich mir keine Fahrkarten mehr kaufen. Definitiv. In Schweden wohl auch so langsam, dass mich am Kiosk keine Schokolade bei mir oder Zigaretten bei anderen oder Alkohol und dann ist irgendwo das Limit und dann sagt man, 3 Liter Whisky sind für den stärksten Schweden nicht gut und dann ist Feierabend oder so. Definitiv, das ist man, ob man es mag oder nicht, die digitalisierte Welt. Wird das mit sich bringen, dass alles von uns überprüfbar ist, wir sind total gläsern, keiner wird sich mehr rausnehmen können. Wir werden es nicht so richtig erleben, wir nehmen die Anfänge mit, ne? Aber die Generation nach uns alle, für die wird es Alltag sein. Die werden, sagt man nachher später, die haben einen Chip unter der Haut etc., da sind sie identifiziert, da geht alles. Da geht Zugang zu ihrer Arbeit. Das ganze Bezahlsystem, das Reisebuchen etc., die werden nicht mehr am Flughafen irgendwo anstehen müssen, sich ausweisen müssen. Es gibt keine Ausweise mehr. Du bist digitalisiert und erfasst. Das lässt dich überhaupt nicht aufhalten. Das braucht man. Ja? Dann sind ja die großen Unternehmen und also in einer Endzeitfantasie jetzt und die Überwachung starten wieder Seite an Seite oder in einem Boot oder wie man das sagen ja. China und Tencent und ja. Trump und Apple sagen das jetzt nur provokativ. Frau Merkel, das weiß ich noch nicht so genau. Es ist ja so, es wird sich kein Land wird sich dabei rausnehmen können.
Die einen sind offensiv, die machen das so wie Schweden, Norwegen, Dänemark mit diesem Bezahlsystem. Da wird das schon überall gemacht. Norwegen ist sowieso ein ganz transparentes Land, da kann man gucken, was der andere für Steuern zahlt. In der Schweiz auch. In der Schweiz auch, ob man das will oder nicht. Ne? Also es gibt so, wovor soll man denn irgendwie Angst haben, wenn alles irgendwo gleich ist? Ne? Aufhalten werden wir das nicht können. Welche Systeme sich in welcher Form, in welcher Zeitraffer sich denn durchsetzen werden, ach, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es alles, ich weiß definitiv, dass alles kommen wird. Na, und da ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Problem ist, wenn man davor Scheu hat, dann wird man hinten durchgereicht. Diejenigen, die das offensiv angehen und sich den Vorteil dabei raussuchen, das sind die Gewinner. Immer. Grundsätzlich. Grundsätzlich. Ja, der sagt, mit mir aber nicht, dann können Sie gleich hinten einstellen. Du kommst nie da vorne ran und kriegst niederwischen. Okay. Eine Frage noch. Sonst habe ich noch eine. Ja. Optionsscheine und dann gibt es ja die Endloszertifikate. Unterscheiden Sie da bei bestimmten Fällen, ist der Optionsschein besser, bei anderen die Zertifikate, die ja Knockout meist haben, haben Sie da eine Idee oder eine Handkarte? Ja, es gibt, ich mache in meinen Diensten auch verschiedene Strategien. Also es gibt, wenn durch ein Ereignis die Volatilität sehr hoch ist, wir haben zum Beispiel in Ebola bei 30, 40 und hat dann einen Optionsschein, dann kann der Aktienkurs steigen, die Vola fällt und reißt dir den Wert des Optionsscheins runter. Das ist die Zeit, wo die Turbos wunderbar funktionieren, weil sie haben das dann nicht. Das heißt, immer wenn die Vola hochgeht, investiere ich mehr in Turboscheine. Das ist sowas von genial, weil das geht in 1-1, ne? Ja, genau. Prima, danke. Gerne. Ja, dann schönen Dank. Ich hoffe, Sie kommen noch mit. Und verhalten Sie sich wie die Reichen, dann werden Sie mal.